Die Talkshows in den Mainstream-Medien waren in den letzten Wochen gesäumt von den Themen Homo-Ehe und G20-Krawalle. Doch nebenbei gab es noch eine ganze Menge anderer Dinge, die es zu diskutieren sich lohnt, wie zum Beispiel die Abschaffung des 400 Jahre alten Bankgeheimnisses oder die Einführung des Staatstrojaners oder Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und damit herzlich willkommen bei Barcode. Heute haben wir als Gäste eingeladen. Er ist bekannt als Silberjunge, der Buchautor Thorsten Schulte, Finanzexperte Alex Quint und Robert Stein ist heute auch wieder mit dabei. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid. Ihr seid auf dem Thema Finanzen unterwegs, könnt dazu einiges sagen. Das wird wahrscheinlich auch ein Schwerpunkt dieser Sendung. Aber wir hatten jetzt vor kurzem G20 und ich habe es eingangs schon gesagt, viel Ablenkung in den Massenmedien über die wirklich wichtigen Themen wird kaum geredet. Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Also der Staatstrojaner, der ist weder von Maischberger noch von Illner mal thematisiert worden und gerade das Gesetz hat es ja in sich. Ich war selbst entsetzt, als ich von einer INSA-Umfrage las, dass 50% der Befragten diesem Staatstrojaner zustimmen und sogar 62% der FDP-Wähler. Das ist die Partei, die mal mit der Bundesjustizministerin Nordhäuser-Schnarrenberger gegen den großen Lauschangriff gekämpft hat, dass 62% der FDP-Wähler den Staatstrojaner begrüßen. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, ich habe mir mal die Stellungnahmen angeguckt von einem Richter am Landgericht Berlin. Und da gibt es eine ganze Menge Dinge, auch für Journalisten beispielsweise. Wir Journalisten sind ja eine geschützte Berufsgruppe letztlich eigentlich. Ne? Aber der Staatstrojaner kann auch, so wie das Gesetz jetzt in der Endfassung formuliert ist, ist das Ganze heimtückisch formuliert. Also auch uns kann der Staatstrojaner, weil ich ja auch journalistisch tätig bin als Silberjunge, auch uns kann der Staatstrojaner treffen. Und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz finde ich erbärmlich, finde ich ganz, ganz schlimm. Wir haben gerade noch über den Oliver Jannich mal noch geredet. Der Oliver Jannich wird ja jetzt immer öfter heimgesucht in Facebook von Facebook-Sperren. Erst für 3 Tage, dann für 7 Tage. Bald wird er wahrscheinlich für 30 Tage gesperrt, vielleicht dann danach mal für immer und ewig. Und es ist, das nimmt ja alles Formen an. Die Freiheit ist schon bedroht. Ja? Und das Schlimme ist nur, dass die breite Masse das Ganze momentan eben nicht zur Kenntnis nimmt. Ne? Wir haben eben auch das Thema Migration. Da könnte man jetzt auch denken, die Balkanroute sei angeblich zu. Ne? Aber es kommen allein im ersten Halbjahr 90.000 Menschen hier rein. Ich habe in meinem neuen Buch, das ja jetzt in diesen Tagen erscheint, das auch sehr, sehr auseinandergenommen. Beispielsweise in diese Statistik fließen nicht ein diejenigen, die über den Familiennachzug hier ins Land kommen, die werden nie in einer Statistik auftauchen. Das ist ja Beispiel. Ein Vielfaches und nicht nur ein Bruchteil. Da geht es nicht nur um 90.000. Ja. Ja. Und vor allem nach der Bundestagswahl ab März werden auch diejenigen, die nur einen subsidiären Schutzstatus gewährt bekommen haben, dann auch wieder die Möglichkeit haben. Für die ist nämlich das wissen leider Gottes auch die wenigsten in unserem Land, ist der Familiennachzug nur für 2 Jahre, nämlich bis März 2018, außer Kraft gesetzt worden. Aber dieses Thema ist ja weitgehend von der Bildfläche momentan verschwunden. Aber wir haben ja neben Staatstrojaner das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir haben auch gerade schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das Bankgeheimnis gestorben ist. Auch das hat so gut wie keiner in Deutschland mitbekommen. Mhm. Im Übrigen, der Staatstrojaner, der ist ja ganz hinterhältig reingebracht worden in das Gesetzgebungsverfahren, weil er erst zum Schluss in der Schlussphase angehängt wurde an das Gesetz, wo es darum geht, dass man uns den Führerschein in Zukunft auch nehmen kann, wenn wir eben nicht Verkehrsdelikte begangen haben. Ich habe nur gehört, dieses Gesetzeswerk da, was so ein Bundestagsabgeordneter theoretisch zu sich nehmen müsste, wurde eben angehängt, da waren 400 Seiten, das andere Ding, das war schon 800 Seiten dick, ja, und über Nacht, ne? Von abends 18 Uhr bis morgens zur Abstimmung und dann, aber trotzdem, tapfer haben sie die Finger gehoben. Das ist unglaublich, was sind da für Mechanismen eigentlich am Wirken, dass die Leute das dann so umsetzen und was mich auch wirklich fragt, also ich kann es nicht nachvollziehen, dass wir uns so verarschen lassen mit diesen Großereignissen wie jetzt Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben in unserem Gespräch auch darüber gesprochen, so Gesetze gehen immer im Halbfinale durch oder im Finale, wenn alle im Freudentaumel sind. Oder jetzt mit G20, wochenlang wird darüber gesprochen. Sind wir so einfach zu manipulieren, dass wir das gar nicht mitkriegen oder denken die sich einfach nichts mehr dabei? Ja? Schau mal, ich meine, wir haben schon immer, wir haben auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, ich glaube, dann war die 2006, 2006, ja, da gab es auch so
schon ein paar Gesetzgebungsverfahren. Das war auch besser, dass die Bevölkerung davon nichts mitbekommen hat. Das gab es ja schon immer. Mhm. Das Schlimme ist nur, wir reden jetzt natürlich über Gesetze wie Staatstrojaner, wie Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Die hätten wir alle uns doch, wenn wir ehrlich sind, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren nicht träumen lassen, oder? Mhm. Also hier geht es jetzt wirklich richtig ans Eingemachte. Richtig, also Grundrecht auf freie Telekommunikation und Postgeheimnis und sowas ist abgeschafft, de facto. Ob ein Zitiergebot in dem Gesetzestext drin ist, ich habe nicht nachgeschaut, müsste man mal schauen, weil in dem Moment wäre es auch wieder ungültig. Aber es gibt auch andere Gesetze, die Grundrechte einschränken, die das Zitiergebot nicht in sich tragen, die trotzdem natürlich durchgezogen werden. Und die Frage ist, sind wir so manipulierbar? Die nächste Frage ist, wie manipulierbar sind natürlich diejenigen, die dort ihren Finger heben im Bundestag? Die Parlamentsfüllmasse. Ja, also die denken wahrscheinlich auch, okay. Die Parteisoldaten, sagen wir es so. Die Parteisoldaten und Speichellecker. Ja, ja. Und Speichellecker. Genau. Ja. Die Nikunde. Hm. Ich meine, du hast gerade in der Anmoderation ja auch die Homo-Ehe erwähnt. Ja? Die hat ja auch tagelang, also es war erst, also in den letzten Wochen war es G20. Gut, in den letzten Tagen ist es Jutta Ditfurth, der große Boxkampf zwischen Jutta Ditfurth und dem Bosbach. Ja? Mhm. So, das ist jetzt in den letzten Tagen, davor G20. So, davor hatten wir die Homo-Ehe. Und das war ja die Phase, wo das Netzwerkdurchsetzungsgesetz kam, worüber in keiner Talkrunde meines Wissens richtig debattiert wurde in ARD und ZDF. Und das Interessante ist nur, in dieser Situation, auch da wieder, wenn es mal um die Homo-Ehe geht, wenn ich das mal aufgreifen darf, ich habe mal was mitgebracht. Kennt ihr den Konstantin Schreiber? Der war bei NTV, der ist so ein smarter Nachrichtenmoderator bei NTV, der arbeitet jetzt für die ARD. Das ist derjenige, der in die Moscheen auch ging im letzten Jahr, dort sich die Predigten angehört hat und darüber ja auch ein Buch gemacht hat. Der spricht fließend Arabisch und ist, nur damit das jeder weiß, im ägyptischen Fernsehen einer der, der hatte also lange Zeit dort eine Sendung gemacht, eine war Talkmaster dort oder, ja, und war, ist sehr, sehr bekannt. Jeder kennt ihn in Ägypten. Und dieser Konstantin Schreiber schreibt dann zu Homo-Ehe an dem Tag, arabische Medien berichten, dass Ministerin Hendricks nach Ehe für alle ihre Partnerin heiraten will. Kommentar, Allah verfluche euch. In den arabischen Medien. Allah verfluche euch, ja. Und das finde ich interessant, weil ich habe mich ja bei diesem Buch hier mit ganz vielen Themen beschäftigt, aber ich freue mich auch gleich, dass wir über Finanzen natürlich hier reden, schwerpunktmäßig. Aber mir ist genauso wichtig an der Stelle mal zu sagen, ich glaube, dass die AfD an einer Stelle wirklich einen Fehler gemacht hat, als sie sich islamkritisch geäußert hat. Ja? Ich hätte es nicht aufgehängt an dem Ausspruch unseres ehemaligen Bundespräsidenten, der Islam gehört zu Deutschland, weil jemand, der hier seit 30 Jahren lebt, ne, eine Mutter, die hier ihre Kinder geboren hat, die gehört, natürlich ist sie jetzt Teil von Deutschland. So. Aber was ja nicht Teil von Deutschland ist und sein darf, ist die Scharia. Und da finde ich interessant, ich habe also hier nur mal mitgebracht, eine Umfrage des sehr renommierten und bekannten großen Forschungsinstituts aus den USA, des Pew Research Instituts. Und die haben mal ermittelt, dass über die Hälfte der Muslime weltweit die Scharia angewandt wissen möchte in ihrem eigenen Land. Und darüber muss man ja mal reden. Das Interessante ist nur, als wir uns kennengelernt haben bei den Seegesprächen im Februar diesen Jahres, wenn du dich erinnerst, da war ein Pfaffe, der sogar eine Sendung macht im bayerischen Fernsehen. Der war ja auch sehr eloquent und witzig. Und habe dem da durchaus gerne zugehört. Habe ja gesagt, wenn jeder so wäre, wäre ich nicht aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten vor Jahren. Und dem habe ich ja mal Fragen gestellt, beispielsweise, dass doch die Würdenträger, hier unser Kardinal Marx, der ja sogar sein oberster Dienst ja wohl ist, wie er dann herauskam, das wusste ich gar nicht, dass der doch damals, als sie den in Jerusalem den Felsendom betraten, dass sie doch damals ihr Kreuz abgelegt haben. Was für mich ein Unding ist, wenn du dich daran erinnerst. Und da habe ich doch ein paar kritische Fragen mal gestellt. Und da räusperte schon die Dame, die neben mir saß. Also der war da schon, also als ich nur so ein bisschen Hauchkritik am Islam äußerte, da dachte die also schon, mein Gott, ne, jetzt wird es richtig ungemütlich. Aber ich will mal sagen, dass selbst ein Land wie Indonesien in dieser Umfrage des Pew-Instituts darauf kommt, dass 72% der Menschen in Indonesien die Scharia angewandt wissen. Und es gibt eine Region in Indonesien, wo eben letztlich die Scharia-Polizei bereits unterwegs ist. Und wir haben ja nur Wahrheitsmedien
ARD und ZDF. Alles, was sie berichten, ist wahr. Deshalb vielleicht, ich halte das mal in die Kamera, schaut euch das mal an. Ja. Der Weltspiegel hat also hier mal berichtet, liegt noch gar nicht so lange zurück, vor ein paar Wochen, wie die Scharia dort angewandt wird. Das heißt dann, und das muss man den Leuten mal vor Augen führen, da darfst du dich nicht mehr in der Öffentlichkeit küssen. Wir dürfen nicht mehr flirten in der Öffentlichkeit. Ja. Alkohol trinken darfst du auch nicht mehr. Und das sind nun mal ein paar Dinge. Homosexualität beispielsweise, das um das noch mal kurz zu sagen, ist natürlich auch strikt verboten im Koran. Ja? Ich finde es erstaunlich, dass alle islamkritischen Aussagen in unseren Medien sofort weggebügelt werden. Und ich weiß das von Leuten in Facebook. Sobald du in Facebook islamkritische Statements abgibst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese gelöscht werden. Mhm. Berichtigt mich bitte, wenn ihr aus eurem Kreis was anderes hört. Und ich fand das interessant, ich bin in Facebook befreundet mit dem schwulen katholischen Theologen David Berger und der schrieb kürzlich noch, veröffentlichte er Folgendes: Bei Interviews, die ich zu Religion und Homosexualität gab, wurden oft meine Aussagen über den Islam gestrichen. Das Signal, solange ich über Homophobie in der Kirche urteilte, war ich ein gern gesehener Experte, sonst okay. nicht. Er hat ja ein Buch geschrieben, der ist ja sehr bekannt, der David Berger. Ja? Und ich will das nur mal so zu Beginn ansprechen, also, obwohl wie unsere Freiheit bedroht ist, wie wir uns selbst Denkverbote geben beim Thema Islam beispielsweise. Und ich bin der Meinung, wir dürfen uns keine Denkverbote geben. Wir müssen Probleme klar benennen, wir müssen Fehlentwicklungen klar benennen, wir müssen Gefahren den Menschen vor Augen führen. Aber warum argumentieren die Menschen dann so? Ist das Unwissenheit oder ist das Indoktrination von vielen Jahren, dass man uns Deutschen auferlegt hat, wir müssen doch quasi aufarbeiten und so diesen Büßerkomplex, den viele Leute in unserem Land vorantragen. Also wenn ich sehe, dass unsere Politiker mit Schildern rumlaufen, nie wieder Deutschland und so. Und gleichzeitig aber Abgeordneten oder Gehalt kriegen von einem Vize-Bundestagspräsidenten und so, dann verstehe ich das nicht ganz. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ja, also, das ist verkehrte Welt. Das ist verkehrte Welt. Ich sage, wenn es dir nicht gefällt, dann zieh doch weg. Dann ist doch in Ordnung. Na gut, aber die meisten reagieren ja noch auf die Nazi-Keule. Und wir sind tatsächlich so indoktriniert. Mhm. Irgendwie haben wir ja scheinbar ein böses Gen in uns, ein deutsches Gen, ne, das es auszurotten gilt, so, zu verwässern, zu unterdrücken, wie auch immer. Und jeder, der nur, das ist eine Art Selbstzensur, ne, der in diese Richtung zumindest mal denken wagt und dann sogar noch wagt, darüber zu sprechen, er kann ja noch nicht mal mehr ausreden. Ne? Da kommt sofort die Nazi-Keule und das ist ja meistens das Totschlagargument und darauf haben die Leute keine Lust mehr. Ja. Die Frage ist tatsächlich, was dann in einem vertrauten Kreise tatsächlich an Gedankengut vielleicht dann ausgetauscht wird, dass dann eben mangels Öffentlichkeit vielleicht sich sogar auch zu radikalisieren vermag. Ja, also ich denke, eine offene Diskussion an den Fakten und an den Sachen sollte stattfinden, sollte nicht verteufelt werden. Ich gebe dir auch recht, Scharia brauchen wir hier nicht. Es sei denn, wir stimmen alle gemeinsam drüber ab, aber es kann nicht sein, dass eine gewisse Volksgruppe im Prinzip Sonderrechte für sich wahrnimmt. Ich denke, wir sind in einem säkularen Staat. Wir haben die Trennung von Staat und Kirche. Und genauso wie wegen mir ich nicht unbedingt eine Burka-Lehrerin vor meinen Kindern unterrichten sehen will, kann ich sehr gut damit leben, dass in Bayern wegen mir auch die Schulkreuze runtergehängt werden. Na, dann ist es wirklich säkular. Mhm. Na, so. Ich will das gerne mal aufgreifen. Wir alle kennen eine Person, Ali Schwarzer. Kennen wir alle, oder? Ali Schwarzer musste vor wenigen Wochen an der Uni in Würzburg einen Vortrag abbrechen, weil eben Linksextremistinnen ja, ihr vorwarfen, dass sie also zu islamkritisch dort reden würde. Sie musste wirklich, da wurde also wirklich so lautstark protestiert. Mir ist selbst etwas widerfahren. Ich habe ja den Verein Pro Bayer, Pro Freiheit gegründet. Wir haben zwei große Bayer-Kundgebungen gemacht, selbst mit Professor Max Otte, mit Professor Strabatti, mit dem Gottfried Heller, dem ehemaligen Partner der Börsenlegende André Costolani. Und ich sollte auf Einladung des Goethe Finance Clubs an der Goethe-Uni vor einigen Wochen einen Vortrag halten. 24 Stunden vorher, und ich finde, das ist ein No-Go im Umgang miteinander, man hat 3 Monate vorher mich eingeladen und 24 Stunden vorher bekam ich die Mitteilung, dass der Allgemeine Studierendenausschuss mich dort zur Person non grata erklärt. Also du warst ja schon auf dem Weg dahin, oder so? Fast, ne? So. Ja. Und ich bin dann aber dennoch dorthin gefahren. Ich habe bei der Polizei angemeldet, eine Demonstration auf dem Gelände der Goethe-Uni, hatte auch zwei Polizisten. Wann immer ich ja fürs Bargeld in Frankfurt auftrete, das an meiner Stelle, habe ich
eigentlich immer Polizeischutz dabei, weil die Antifa mich zum Feindbild auserkoren hat. Ja? Und deshalb, gerade weil du darüber von gesprochen hast, das ist, den Ball muss ich einfach aufnehmen, weil nicht nur eine Alice Schwarzer, das, was der passiert, das ist eine Erika Steinbach auch schon in Berlin passiert, als sie an der Uni sprechen sollte. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Und ich finde, ich behaupte, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, ich komme eher aus dem Bürgertum. Nicht? So, ich habe Freunde bei der Linken, ich duze mich sogar mit dem finanzpolitischen Sprecher der Linken, weil wir zweimal auf dem Podium waren und danach nicht beisammengesessen haben, als Beispiel. Ja. Aber wir müssen für die Meinungsfreiheit kämpfen. Wir müssen für die Freiheit kämpfen. Dazu gehört das Bargeld eben auch. Ich beschreibe in dem Buch eben auch meine Erfahrung mit den Mainstream-Medien. Aber um nochmals auf die Antifa zurückzukommen. Mir fällt nur auf, ich war eingeladen am 1. August letzten Jahres im Club Voltaire, ein sehr linker Club, 1963 gegründet. Andreas Bader soll da an- und ausgegangen sein zu seiner Zeit. Das war ja ne, Bader-Meinhof. Ja, gut, ich war 1973 geboren. So. Aber nur um diese Linke. Ich bin 4 Tage vorher, damals, vor dem 1. August, von einem hohen Polizeibeamten angerufen worden und mir wurde nahegelegt, dort nicht hinzugehen, weil eine Bedrohung gegen mich vorliegen würde. Mhm. Bin da dennoch hingegangen mit Freunden bei den Linken. Praktisch so als Leibwächter für mich, als Bodyguards. Und als ich angefangen habe zu sprechen, auf dem Podium zu dem Thema eben Kampf für das Bargeld, wo bleiben die Linken? Und das ist ganz interessant, die Linken unterstützen das nämlich nicht. Da gibt es zwar eine Sarah Wagenknecht, aber über die schreibe ich und auch über Merkel schreibe ich in meinem Buch eben auch viel, was vielleicht mal erhellend ist. Ich glaube eben nicht, dass sie das aus den Gründen macht fürs Bargeld, die ich an den Tag lege, nämlich mein Freiheitsgedanke dabei, gegen die Gläsernheit und so weiter und so fort zu sprechen. Aber was ist mir widerfahren? Ich habe angefangen zu sprechen und sofort werde ich unterbrochen und beschimpft als Rassist und Antisemit. Während dem Podium? Ja. Oder sofort. Während dem Podium. Das war richtig, ne? Schrien dann so 3, 4, 5 Leute, Rassist, Antisemit. So. Dann habe ich nur gesagt, das ist ja lächerlich, mich als Rassisten zu bezeichnen und mich jetzt sogar als Antisemiten zu bezeichnen. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Ja? Ich habe dann gesagt, Mensch, ich habe 2 jüdische Freunde. Ist ja lächerlich, mich jetzt hier auch noch als Antisemiten zu bezeichnen. Ja? Dann fingen die erst recht an, richtig laut zu kakelen. Und dann habe ich danach dann so 2 Stunden mit 15 Leuten, da kamen viele noch zu mir an den Tisch, die mit mir reden wollten, war auch eine lockere Runde. Deshalb, es gibt ja nicht die Linken, es gibt auch nicht die Rechten. Ja, also wir dürfen da nicht immer pauschalieren. Und dann habe ich hinterher so um 0 Uhr den Deckel gezahlt und dann kam die Kellnerin auf mich zu und sagte, ja, war ja doch vernünftig, was du da gesagt hast, aber das, was du zu den Juden gesagt hast, das ging ja überhaupt nicht. So, und dann sagte ich zu ihr, Mädel, was meinst du denn da jetzt? Ja, dass du da jüdische Freunde hast, so Alibi-Freunde. Ja? Und dann habe ich gesagt, du, bei dem einen übernachte ich jetzt sogar im Hotel und mit dem bin ich morgen früh um 8:30 zum Frühstück verabredet. Wenn du möchtest, kannst du gerne dazukommen, um dich zu vergewissern, dass es den wirklich gibt. Ja? Und das ist ja eine unglaubliche, also, aber da siehst du, wie weit wir inzwischen gekommen sind. Gut. Ich finde es, wir dürfen das nicht schönreden, ja, weil es diese Antifa-Schergen, ja, ich gebe mein Buch bewusst im Kopp-Verlag raus, um Solidarität mit Jochen Kopp zu üben. Ich habe wirklich ihn 4, 5 Tage zum Vier-Augen-Gespräch getroffen nach dem Tod von Udo Öfkottel und ich habe gesagt, dieses Buch möchte ich bei dir rausgeben, bei keinem anderen Verlag und ich möchte damit auch nach außen Solidarität mit dir kundtun. Mhm. Die Antifa hat wenig später die Wände des Kopp-Verlags geschmiert. Das ist vielleicht gar nicht vielen bekannt. Ja. Und ich sehe das ja selbst in meinem, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin weder ein Rassist noch ein Antisemit. Ja. Und ich sehe nur, seitdem ich mich für das Bargeld massiv einsetze, werden mir von den Mainstream-Medien immer mehr Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ja. Ja, das ist für viele Leute auch völlig unverständlich. Na, ich sage jetzt mal, es ist logisch, dass eine Frauenrechtlerin wie die Alice Schwarzer aufgrund der zurückgesetzten, sage ich einfach mal, Rolle einer Frau im Islam durchaus kritisch ist. Das ist naheliegend. So, aber das ist ja ihr Geschäftsmodell. Es geht schlicht und ergreifend, ich glaube, wir sind hier am Tisch uns einig, um die Gleichberechtigung der Frau. Mhm. So, und wenn wir dann auch noch vorgeben, irgendwie demokratisch konstituiert und geführt zu sein, und ich gehe mal davon aus, jede zweite Frau würde in einer Sachabstimmung natürlich sehr wohl für die Gleichberechtigung der Frau stimmen und wahrscheinlich noch ein Mann in dieser Republik auch, und damit haben die natürlich die absolute Mehrheit. Ne? So, also meine Stimme kriegen sie auch, davon abgesehen. Die Frage Emanzipierung der Frau, ja, manchmal wird das auch für mich als Mann ein bisschen übertrieben. Die Frage ist, wo werden dann die Männer emanzipiert? Ich hatte jetzt vor kurzem
die Scheidung, ne, und die Vermögensauseinandersetzung. Und wenn ich dann sehe, was da verhandelt wird regelmäßig und was tatsächlich im Gesetz steht, also da müssten... Also da wünscht ihr eigentlich doch das Recht des Korans, die Scharia, wo die Zeugenaussage einer Frau nur halb so viel wert ist, nur um das zu sagen, nicht? Nur halb so viel wert ist wie die eines Mannes als Beispiel. Das ist so, da steht so im Koran. Das darfst du mir gar nicht gewünscht reden. Ich wünsche mir, dass deutsche Gerichte sich an deutsches Gesetz halten. Und was du dir wahrscheinlich auch noch wünschst, das ist eigentlich nach dem Koran die Vielehe, weil es ist ja, das sagt er, nicht? Also ganz klar, nehmt euch zwei, nehmt euch drei, nehmt euch vier. Ja, es ist so. Also. Ja, mein Gott, Wachstum ist unendlich. Und ich muss dann auch noch hier mal einhaken mit dieser Geschichte Antisemit. Ich habe ja auch dieses Fiat-Geldsystem öffentlich kritisiert und wurde selbst von den Mahnwachen am Anfang als Antisemit bezeichnet. Ich habe es gar nicht verstanden. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, was ist denn eigentlich ein Antisemit? Da muss ich doch gegen Semiten sein. Wer sind denn Semiten? Okay. So. Und das ist offensichtlich ein Sprachstamm, zu dem eben die arabische, die babylonische, die zypriotische und so weiter Sprache gehört. Also ein arabischer Sprachstamm. Und da gibt es dann verschiedene Dialekte sozusagen. Und komischerweise, die jüdische Sprache ist keine semitische. Es ist so. völlig Also wir reden hier ständig auch mit Worten. Wir benutzen Worte, die bringen uns völlig auf einen komischen Gedanken. Darf ich nochmal? Ja. Auch so ein Wort, das mir so ein bisschen einfällt, das nur für Verwirrung sorgt, das ist Freihandelsabkommen. Habt ihr das mitbekommen, dass wir vor G20 gesagt haben, jetzt wir EU, ne, wir möchten jetzt mit den Japanern ein Freihandelsabkommen machen. Ja? Was ist denn das in Wahrheit? Das ist ein Konzernermächtigungsgesetz. Nur mal so ein Beispiel, fällt mir nur gerade so ein. In der Wirkung hast du vollkommen recht, wobei Freihandel so würde ja auch die Freiheit eines Schutzzolls beinhalten. Ne? Aber das ist ja damit nicht gemeint. Die heißen ja immer anders. Mhm. Ne? Die heißen immer anders. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen aufpassen, ne, dass wir nicht Wörter benutzen, die falsch verstanden werden. Ein Antisemit, dachte ich immer, ist jemand, der sich gegen Israel, gegen jüdischen Glauben und so weiter richtet. In Wirklichkeit ist es jemand, der sich gegen einen semitischen Sprachstamm, wenn ich nur das Wort nehme, richtet. Und da könnte ich ja selbst im Prinzip diese Siedlungspolitik und sowas in Israel mit dazuzählen als antisemitische Handlung. Mhm. Ne? So. Aber das ist ja jetzt schon weit rausgelehnt. Lass mal das mal dabei. Aber viel interessanter finde ich, dass du sagst, man hat auch dir Antisemitismus vorgeworfen, als du diese Geldkritik geübt hast. Und das ist mir ja auch passiert. Ja, logisch. Diese Leute haben auf dem Campus der Goethe-Uni vor einigen Wochen dann ein Pamphlet verteilt, wo mir vorgeworfen wurde, ich würde strukturell antisemitisch argumentieren. Im Übrigen, da stand natürlich nicht drunter, wenn ich Flugblätter für pro Bargeld verteile, dann steht da natürlich was drunter, verantwortlich im Sinne des Presserechts. Dazu bist du nämlich verpflichtet. Ja? Da war natürlich keine Antisemitismus. Das kennen wir ja von Psiram und Indymedia, das sind ja alles anonyme Denunziationsplattformen. Aber nur mal, weil ich finde das ganz wichtig, damit die Zuhörer das auch mal sehen, was da wohl auf der linken Seite stattfindet. Ich sage es jetzt mal so pauschalierend, wirklich pauschalierend auf der linken Seite. Es ist nämlich keineswegs so, dass die, wenn ich dem Herrn Draghi, was ich ja gemacht habe, zwei kritische Fragen in der Pressekonferenz zu den Unternehmensanleihenkäufen stelle, dass die dann sofort in diesem Chor einstimmen und mir den Rücken stärken, sondern da passiert was anderes. Ich will euch nämlich ein Beispiel sagen. Ich habe vor Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013 war ich da eingeladen, habe ich vor 40, 50 Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung, das sind ja so 20- bis 30-jährige Leute, die in der Regel auch so BWL und VWL studieren und irgendwas und die mal so was werden wollen bei der SPD. Ist ja die Stiftung der SPD. Habe da gesprochen und ich hatte den Auftrag, war auch ein bisschen gemein von mir, ich hatte den Auftrag, darüber zu reden, wie schlimm die Spekulanten am Rohstoffmarkt sind. Ich habe das Thema so ein bisschen ausgedehnt und habe irgendwann gesagt, Kinder, wir müssen jetzt mal über das Geldsystem reden, damit ihr merkt, die wahren Verursacher dafür, die sitzen in den Elfenbeintürmen der Zentralbanken. Ich war ja fies von mir. Ne? Aber gut, manchmal will ich ja auch der Wahrheit einfach mal ins Auge schauen. Und habe dann erstmal gefragt, Kinders, wie entsteht denn Geld im System? Und darauf gehe ich auch kurz ein. Also immer kurz und flockig und locker, damit die Leute das schnell verstehen, weil das ist alles ganz einfach. Das hört sich mal alles kompliziert an. So wie man ja beispielsweise auch quantitativ Easing sagt, wozu? Zu Wertpapierkäufen der Zentralbank. Oder ESM, EFSF. Ne? Also man möchte ja immer mit solchen Fachausdrücken schon. Oder Tage 2, dieses System, rede ich ja auch kurz drüber. Das hält ja den Euroladen zusammen. Ja, Tage 2, hört sich unheimlich kompliziert an. Erkläre ich da auch. Ist eine ganz einfache Sache. Easy going, ne? So, aber es sind, das macht man ja bewusst, ne? Nebelkerzen. Zünden von Nebelkerzen. So. Ja, vor allen Dingen keine deutsche Wörter mehr.
Ja, so. Das Interessante ist nur, jetzt hast du da 40, 50 Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung vor dir und fragst sie, wie entsteht ein Geld bei uns? Giralgeschöpfung, Fractional Banking und ja, so. Ja, ne? Ja, ja. Erkläre ich dir alle. Keiner wusste es. Keiner wusste es. So. Dann habe ich da richtig mal losgelegt, habe den da versucht, mal Augen zu öffnen. So. Und dann kommt so ein Doktor von der Uni, ich schätze ihn mal so auf 55, 56, 57 Jahren, vielleicht ist er auch schon 60, redet nach mir und sagt, ja, dann wenn er mir so zugehört hat, da fehlt ja nur noch, dass ich vom raffenden und schaffenden Kapital rede. War ich ja schon darauf vorbereitet und sagte, ja, ja, und von der Zinsknechtschaft. Ne? So. Das waren nämlich Begrifflichkeiten, ja, aber das muss man ja wissen. Das müssen wir auch wissen, wenn er, ja. Was meinten die Nazis? Weil die Nazis haben diese Begrifflichkeiten, die haben sie schon reingebracht. Lügenpresse wissen wir alle nicht, ne? Aber auch wenn die Mainstream-Medien das behaupten, dass die Nazis das Wort Lügenpresse erfunden hätten, wissen wir alle, ne? Und unsere Zuschauer wissen das alle sicherlich, die sich Barcode anschauen, dass es Quatsch ist, dass es Unsinn ist. Ja? Aber wichtig ist mir, schaffendes, raffendes Kapital haben die Nazis geprägt und ihr könnt euch alle denken, wer gemeint war. Ne? Raffendes Kapital waren die Juden und schaffendes Kapital waren dann die artigen Deutschen. So. Ja, aber da siehst du, wie dort, das heißt, und deshalb erzähle ich das hier. Jede Kritik an den Zentralbanken, an den heutigen Papiergeldzentralbanken, wird in eine linke Ecke gestellt. Richtig. Und als ich mich dahin begeben habe zur Goethe-Uni, ich habe denen gesagt, diskutiert doch mit mir. Mhm. Ihr werft mir hier vor, ich würde strukturell antisemitisch diskutieren. Ich rede hier und auch im Buch habe ich auch zum Bargeld natürlich wichtige Dinge. Ich sage, guckt euch eben beispielsweise die Better-than-Cash-Geschichte an, wer dahinter steckt. Guckt euch an, wer der Hauptsponsor des ABBA-Museums ist. Guckt euch an, wer hat denn die Group of 30 gegründet? Rockefeller Foundation, alles keine Verschwörungstheorie. Ja. Wer sitzt da drin und was machen die Leute? Der ehemalige Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, Kenneth Rogoff, sitzt unter anderem da drin, neben beispielsweise auch unserem EZB-Präsidenten. Da muss man ja mal hellhörig werden, wie das überhaupt alles gehen kann. Und hat das Buch über den Fluch des Bargelds geschrieben und so weiter und so fort. Ne? Und dann gibt es beispielsweise ja das Paper, ein Working Paper natürlich, nur vom Internationalen Währungsfonds, wenige Wochen alt, praktisch eine Blaupause für die Regierung, wie man für eine Bargeldlose. Das heißt, das sind ja alles keine Verschwörungstheorien. Und hab denen dann gesagt, lasst uns doch drüber sprechen. Ja. Aber das Schlimme ist ja, du wirst das Ganze, auch in Facebook, wenn ihr das mal verfolgt, ja, das ist alles auf der emotionalen Ebene. Die Leute werden wütend und angeblich, sobald du da etwas, entweder bist du Antisemit oder du bist ein potenzieller AfD-Mann oder du bist ja so. Und dann wird ja gar nicht mehr über Sachthemen geredet. Stimmt. Geht euch das auch so? Ja. Es wird nur emotional. Ja gut, ich beende dann so eine Diskussion immer mit, dass ich mich bedanke, dass das so sachlich ist. Na, und wo jetzt genau seine Frage ist und die Quelle. So. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass in diesen sozialen Netzwerken tausende Trolle bezahlt werden, na, um Diskussionen zu zerstören. Und ich will eigentlich nur eins, nämlich Denkverbote einfach mal beiseite legen und einfach frei denken. Das nehme ich, dieses Recht nehme ich mir als Mensch heraus. Und bezogen auf dieses Bargeld, natürlich gibt es eine riesen Lobby, das Bargeld wegzuschaffen, weil mit der Geldschöpfung bei den Banken, bei den Kreditkartenunternehmen durch Giralgeldschöpfung ist natürlich dort eine riesige Einnahmequelle für private Bankinstitutionen oder für private Kreditkartenunternehmen. Ich möchte vielleicht das nochmal ein bisschen zurückbringen. Und neben dem Freiheitsbegriff, der auch sehr, sehr wichtig ist, und der Transparenz. Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Wir sind verpflichtet, dieses Geld anzunehmen. So, aber nicht Bargeld. Ja, Moment. In der Definition schon. Na, was die jetzt machen, ist eine ganz andere Geschichte. So, wer das Bargeld nicht annimmt, kann bestraft werden. Das gesetzliche Zahlungsmittel ist das Zahlungsmittel, das uns der Gesetzgeber vorschreibt, als einziges Zahlungsmittel, mit dem wir uns wirksam entschulden können. So steht es drin. Schau so, mal. Und wer bei der Bundesbank, entschuldige, einfach mal auch mal ein paar Lehr, da gibt es auch solche Lehrbroschüren, die kann man für die Schule runterladen in PDF-Form. Da steht zum Beispiel drin, das Buchgeld, also sprich dieses Giralgeld, also diese Nullen und Einsen, ne, die wir im Internet oder auf dem Kontoauszug sehen, das ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Ja. Das impliziert aber wieder rückwärts, dass ich mich damit nicht rechtlich wirksam entschulden kann. So, und ich kann ja noch nicht mal zu einer staatlichen Organisation namens Finanzamt gehen und meine Steuern bar bezahlen, um sicherzustellen, dass ich mich gesetzestreu auch wirksam entschuldigt
entschuldet habe, indem ich tatsächlich Bargeld. Und es gibt ja jetzt neue Urteile zu GEZ, auch da kannst du es danach auch nicht, ja. Und da siehst du schon, wo wir angekommen sind. Richtig. Ich sage das momentan in allen Gesprächen und allen Interviews immer. Die sind völlig widersprüchlich. Früher hätte ich mich darauf verlassen, dass der Staatstrojaner auf keinen Fall als verfassungskonformes Gesetz durchgeht, dass ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom Zensurminister nicht durchgeht. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, und auch darauf mache ich aufmerksam, wo im Januar 2016 unser Präsident des Verfassungsgerichts, der Voskuhle, sagt, wir leben in einer Zeit, in den letzten 5 Jahren ist eine Sensibilität entstanden dafür, dass wir uns nicht mehr an rechtliche Regelungen, dass wir nicht mehr alle rechtlichen Regelungen durchsetzen können und dass wir eben Verträge weit auslegen müssen. Das sagt kein anderer als ein Präsident eines Verfassungsgerichts. Muss er ja seine Entscheidungen rechtfertigen. Und wer entlässt jetzt diesen Präsident aufgrund Gesetz, Rechtsbeugung oder das wie auch ist, immer. Und da, so. Du fängst, genau. Der Spruch ist ja eigentlich strafbar. Nicht? Es ist ja ein Straftatbestand. Logisch. Ja? Logisch. So, aber ich meine, du kennst da auch einen schönen Spruch, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und das Verfassungsgericht war, ich glaube, Ende letzten Jahres, schön so in der Weihnachtszeit, im Bundeskanzleramt wieder zu einem schönen Schmaus eingeladen. Ja? Also da wundert man sich, ich habe ja in meinem Buch mich mit den Rechtsbrüchen der Kanzlerin beschäftigt. Ich habe ja auch ein YouTube-Video Merkels Rechtsbruch gemacht, wo wir über 1,2 Millionen Aufrufe haben. Und ich rede in diesem Buch Tacheles. Aber wir haben ein Schweigekartell, das auch mal vielleicht an der Stelle mal ganz interessant. Mich rief so 2, 3 Wochen, nachdem das Video raus war, rief mich jemand an, der war, und das sage ich jetzt hier mal erstmals, der war am Mittwoch eingeladen bei Markus Lanz. Montagmittag rief er, so 11.30 Uhr rief er mich an. Und am Mittwochnachmittag wäre er in Hamburg bei Markus Lanz eingeladen gewesen. Und dann sagte er am Telefon zu mir, ja, ach Mensch, tolles Video, ich habe mir auch alle Quellen angeguckt, wir haben wirklich so ein Quellenverzeichnis zum Video auf der Seite gemacht. Alleine die Seite wurde über 35.500 Mal inzwischen aufgerufen, das heißt ja schon was. Ne? So. Obwohl ich ja schon alle wichtigen Quellen im Video genannt habe, das ist nur so nebenbei. So, und dann sagte er mir das, und er will dieses Video bei Markus Lanz thematisieren übermorgen. Da habe ich mir in dem Moment schon gedacht, also jetzt nicht, dass die Zuschauer denken jetzt vielleicht, er leidet unter Neuer und er glaubt wie der Ulf Kotte, ne, weil ja, aber ich gehe fest davon aus, dass ich abgehört werde. Also ich habe nicht die Paranoia, ich sehe jetzt nicht immer in den Rückspiegel, ob mich da jemand verfolgt, das wäre ja Quatsch, ja. Aber es gibt Leute, die sich dienstlich mit dir beschäftigen. Aber ja, es wäre ja lächerlich, also es ist ja naiv zu glauben, dass man sich nicht mit mir beschäftigen würde. Natürlich passiert das. Ich habe beispielsweise die Rede an den EZB-Präsidenten, die ich im Januar stellen wollte, die Frage, habe ich 3-mal am Telefon bewusst gesagt, damit ich wollte ja, ehrlich gesagt, dass sie mich nicht dran nehmen, weil schaut euch das Video an, das ist alles so gut. Perfekt. Was da abgelaufen wird, abgelaufen ist. Ja, also man, ja, so, ich will nur, worauf will ich eben dabei hinaus. Der Mann ist einen Tag später ausgeladen worden. So, und jetzt muss ich sagen, ich habe ja genügend Erfahrung, es kann dir mal passieren, weil einfach, es kommt ein anderes Thema, ne, Tagesaktualität, okay. Aber was machst du dann? Dann lädst du die Leute eine Woche oder einen Monat später ein. Der Mann ist bis heute nicht eingeladen worden. Als Beispiel. Ja, klar. Okay. Und was in den und das ist das Schweigekartell. Genau. Das ist aber das Schweigekartell. Und deshalb gibt es ja auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Genau. Entschuldigung, aber die wollen ja nicht, dass das alles rauskommt. Genau. Und für den normalen Bürger, der das noch nicht erfasst hat, findet das, was in den Mainstream-Medien nicht gesendet wird, einfach nicht statt. Ja. So. Der Zugang ist ja mannigfaltig. Zum Beispiel bei diesem G20-Gipfel. Es gab eine Horde randalierender, schwarz gekleideter, Personen. lasse schwarzen Block oder Antifa oder wie auch immer, die offensichtlich selbst mit Mitteln des Antifaschismus bezahlt werden und im Prinzip ihren eigenen Kollegen, auch in schwarz gekleidet, namens Polizei, gegenseitig, was weiß ich, Schmerzen zufügen. Dann stellt sich unsere Kanzlerin hin, die sehr wohl weiß, wie beide Parteien finanziert werden müssen und sagt uns Steuerzahlern auch noch, dass der Steuerzahler so gnädig ist, nicht die Schäden zu bezahlen. So, ist ja unglaublich. Währenddessen wird natürlich nur über dieses Chaos gesprochen. Was ist beim G20 rausgekommen? Die USA machen nicht am Klimaprotokoll mit. So, ich meine, CO2 kann man sich ja selbst eine Meinung bilden, davon abgesehen. Das Beste, was passiert ist, dass tatsächlich mal der Trump mit dem Putin ein bisschen auf dem Sofa saß und die mal miteinander von Angesicht zu Angesicht länger wie vorher geplant, gesprochen haben. Das war ja schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Ansonsten gab es gar kein Ergebnis. Und die anderen 100.000, die auch berechtigt gegen diese, ich sage es mal, Weltdiktatur, ne, eine G20 bestimmt plötzlich Regeln, die alle anderen Staaten auch noch einhalten sollen, ist ja völlig undemokratisch. Und alle, die gegen diese Form dieser Machtausübung auf diesem Erdball friedlich demonstriert haben und sachlich,
die sind natürlich komplett verschwunden. Dagegen also kommt die Homo-Ehe. Die Berichterstattung ist immer nur über die Krawalle, nie über das Thema. Genau. Totaler Shift. Währenddessen kam diese Homo-Ehe. So, währenddessen kam Rettung vierer italienischen Banken, und zwar entgegen den beschlossenen Mechanismen, die dafür vorgesehen sind, also sprich Bail-in. So. Aber der Herr Voskuhle hat doch gesagt, es müssen nicht mehr alle rechtlichen Regelungen durchgesetzt werden. Absenkung des Bargelds. Ich bitte dich, jetzt sei doch nicht so ein Paragraphen weiter. Sei doch nicht so kleinkariert. Ja gut, aber das kann ich auch nicht sagen, wenn ich heute mit der Polizei angehalten werde und dann sage ich, seid mal nicht so kleinlich, ich war ja bloß 60 hier unterwegs und nicht 50. Ich meine, wir lachen drüber. Eigentlich ist es ja ein sehr, sehr ernstes Thema. Wenn wir beim Thema Geld bleiben. Ne? Es fing ja auch an mit diesem komischen Maastricht-Vertrag, ne? 2011. Gebrochen. Inzwischen mehrfach gebrochen, wahrscheinlich hundertfach gebrochen, ne? Wonach es quasi ausgeschlossen ist, dass ein Land dem anderen hilft, seine Schulden zu tragen. Du hast es gesagt, die EZB darf theoretisch keine Staatsanleihen kaufen. Jetzt kauft sie halt die Staatsanleihen über Banken, die auch noch ein kleines Entgelt dafür kriegen und sagen, wir kaufen es ja nicht direkt, aber sie kaufen es definitiv. Ja. Jetzt kaufen die inzwischen auch noch Aktien. Aktien sind Anteilscheine an Kapitalgesellschaften. Die EZB noch nicht bislang. Ja, ich habe gehört, dass es auch anfängt. Die Japaner haben, glaube ich, ein Drittel der Aktien schon gekauft. Und wir befinden uns weltweit in einem Abwertungswettlauf. Jede Volkswirtschaft, die Japaner, die Europäer, die Amerikaner und vielleicht auch andere, die wollen möglichst schnell im Prinzip abwerten, um dann einen kleinen Exportvorteil für kurze Zeit zu genießen, um die Wirtschaft irgendwie zu stabilisieren, und dann werten die anderen nochmal schneller ab und so weiter. Es ist eine Katastrophe, was hier passiert, und derjenige, der sehen will, der kann das sehen. Der kann das sehen. Ich meine, in diesem Buch, ich will kurz, so ein bisschen Schleichwerbung muss erlaubt sein für das Buch. Nee, ein bisschen, mach mehr. Aber ich sage das auch an der Stelle, wir haben beispielsweise ein Video, Kriminalitätslüge, wo ich beschäftige mich ja nicht nur mit den Rechtsbrüchen, sondern auch mit den Folgen. Ja? Im Finanzbereich, ich zeige ganz klar, was uns das kostet. Ja? Ich werde das Ganze in Relation setzen, damit die Menschen das mal sehen. Ja? Wir geben mehr für Flüchtlingspolitik aus, als dass wir Kindergeld auszahlen. Das sind Fakten, das ist nichts Rechtspopulistisches oder dergleichen, das sind Fakten so. Ich werde ein Video rausgeben zum Thema Kriminalitätslüge. Es wird ein Video geben, Merkels Kontrollverlust. Wir werden noch eins machen, wo wir uns mit den Plänen Macrons beschäftigen. Und das setzt dann dort an, wo du ansetzt. Ich zeige ja hier einen Chart, aber diesen Chart werde ich auch, weil ich finde, der muss weite Verbreitung finden in der deutschen Bevölkerung. Ich zeige die Gesamtverschuldung Frankreichs, die Gesamtschulden. Also nicht nur Staats, sondern Unternehmen, private Haushalte in Relation zur deutschen Gesamtverschuldung. Und dann wirst du sehen, warum der Kerl sich einsetzt für all die Folterinstrumente aus deutscher Sicht. Ja, auch, der will ja sogar eine EU-weite Arbeitslosenversicherung. Ja, sein Zentralbankminister hat vor einigen Wochen einen Stabilisierungsfonds gefordert von 1-2% des Bruttoinlandsprodukts. Der Eurozone, das entspricht rund 2/3 des deutschen Bundeshaushalts. Man muss ja immer, wenn ich nur sage, das sind 220 Milliarden Euro, versteht von unseren Zuhörern kaum jemand. Also alleine, wenn ich auf dem Marktplatz die Frage stelle, wie viele Nullen hat eine Milliarde, werden ja viele überfordert sein. Ja? Und von denen soll ich dann erwarten, dass sie wissen, ob das jetzt viel oder wenig ist. Also sage ich mal, Kinder, das sind 2/3 unseres deutschen Bundeshaushalts, die uns das kostet. Ja? Also die Franzosen und auch andere Länder wie Italien etc. Ja? Renzi hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, der will jetzt 30 Milliarden Steuersenkungen machen. Die CDU setzt sich ein, jetzt gerade ist der Wahlkampf, ne? Der setzt sich ein für 15 Milliarden Steuersenkungen. Ich habe eine kleine Anekdote ins Buch aufgenommen aus der ZDF-Heute-Show. Ich muss sie mir immer noch angucken, weil man muss ja sehen, wie man durch den Kakao gezogen wird. Mit Pro Bargeld sind wir ja auch da. Mit der Bargeldkundgebung sind wir auch in die Heute-Show gekommen. Was haben sie gemacht? Haben uns natürlich als Blöde, nicht als durch den Kakao gezogen, dass wir da an so einem Anachronismus festhalten. So, und dann haben sie da aber eine schöne Sache reingebracht, die ich als Anekdote ins Buch reingebracht habe. Ne? Da blenden sie Wolfgang Schäuble ein, wie er bei so einer Pressekonferenz sagt, ja. Also das also schon ab 54.000 Euro so früh der Spitzensteuersatz von einem Alleinstehenden gezahlt werden muss, ja, also er hätte ja diesen Steuertarif nicht gemacht, ja. Darauf wird der Welke eingeblendet, wie er dann sagt, Junge, du bist gefühlt seit der Steinzeit bereits Finanzminister, ja, und du stellst dich jetzt hin und sagst, ja, also diesen Steuertarif, den habe ich jetzt aber gar nicht gemacht, den habe ich nicht zu verantworten. Aber Kinder, es ist ja wieder was, es ist Wahlkampfzeit, da kann man ja wieder viele Versprechungen machen, und nach der Wahl ist dann wieder... Mit dem Steuertarif vielleicht will ich nochmal einhaken, ne? Weil das ist alles richtig und interessant, was du erzählst. Ich weiß nur nicht, ob die Leute das wirklich auch wahrnehmen und auf sich selber runterrechnen können, was hier passiert. Der Steuertarif steigt ja an, ab einem gewissen Einkommen musst du immer mehr Steuern bezahlen, und dann
bleibt das, der Steuersatz prozentual konstant. Jetzt sind aber die Preise gestiegen, die Löhne sind auch gestiegen, nicht so stark, wie sie hätten steigen sollen. Mhm. Das heißt, obwohl mit dem mehr verdienten Geld weniger gekauft werden kann, bin ich aber trotzdem, weil der Steuertarif stehen geblieben ist, in einen höheren Steuersatz gekommen. Das bedeutet, ich muss, obwohl ich weniger kaufen kann, einen höheren Steuersatz bezahlen. Und das ist diese Schweinerei, ne? Und wir sprechen von kalter Progression und allem Möglichen. In Wirklichkeit ist es seine Aufgabe als Bundesfinanzminister, diesen Steuertarif sozial verträglich und gerecht irgendwie zu gestalten. So. Und er kann das nicht beklagen. Und jemand, der jetzt noch CDU wieder wählt, ne? So. Der diese Schweinereien erstmal erkennt, so, der macht im Prinzip, wie soll ich sagen, den Elefanten zum Hüter des Porzellanladens. Das geht nicht. Ne? Meinst du, der soll die SPD wählen, weil der Martin Schulz, der will ja jetzt neuerdings, ja, nachdem er im Januar gesagt hat, keine Steuern senken, sondern nur Geld für Investitionen, der will jetzt die Steuern senken. Ja, ja, die CDU. Martin Schulz ist nur noch bis zum 24. auf der Bildfläche und dann ja, ist er weg. Das soll ich aber auch nicht recht. Ich sage mal, wenn wir über das Geldsystem sprechen, dieses Geldsystem ist weder christlich noch demokratisch. Deswegen dürfte die CDU bloß noch Union heißen. So. Die SPD sagt sozial und demokratisch. Also dieses Geldsystem ist weder sozial noch demokratisch. Also die SPD heißt bloß noch Deutschland. So. Die FDP, freiheitlich, demokratisch, liberal, wie auch immer. Ja, aber im Wesentlichen liberal für die Profiteure dieses Systems. Mhm. So. Also das können wir alles unter Ulk verbuchen. Und wir müssen tatsächlich erkennen, dass wir hier nicht die Gärtner zum Bock machen dürfen oder den Bock zum Gärtner, wie auch immer. Wer dieses Thema nicht diskutiert, der diskutiert immer an der Oberfläche. Und deswegen ist es wichtig, das Geldsystem insgesamt zu verstehen als einen Umverteilungsmechanismus, der uns gesetzlich aufdoktoriert wurde und praktiziert wird. Ein Umverteilungsmechanismus von, ich sage jetzt mal, der breiten Bevölkerung hin zu kleinen Bevölkerungsgruppen oder Konzernen, Konzernermächtigungsgesetz, wie auch immer. Und dieses Geldsystem führt dazu, dass Mangel entsteht in der breiten Bevölkerung. Und jetzt wird in der breiten Bevölkerung dieses Teil- und Herrscherspiel angewandt, wo eine Gruppe gegen die anderen aufgehetzt wird. Wo wir uns über die Homo-Ehe streiten, wo wir uns über G20 oder wer ist jetzt besser, ist Jutta Ditfurth im Recht oder der Bosbach. Ja? Genau. So gibt es zum Beispiel einen Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Es gibt einen Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitslosen. Es gibt einen Konflikt zwischen den Religionen, zwischen den Geschlechtern und. Und jeder hätte gern unter anderem eine gewisse Entlastung, vielleicht mehr Freizeit, mehr Geld, mehr soziale Sicherheit, mehr Zukunftssicherheit, eine sichere Rente, sichere Krankenversorgung und so weiter. Und wir streiten untereinander, während fast ein Anteil von über 40% unserer gesamten Wertschöpfung uns quasi über dieses Geldsystem entzogen wird. Das wird uns aber ausgeblendet, dass wir, wenn wir das regeln könnten, wir hätten genügend Geld für möglicherweise auch ein Grundeinkommen, da muss natürlich am Währungssystem was geändert werden, so. Wir hätten aber sicher genügend Geld für stabile Renten, kostenlose Gesundheitsservice und. Ja. So, und solange wir nur diskutieren, die Gruppe gegen die Gruppe gegen die Gruppe, wo wir alle noch gar nicht erkannt haben, dass wir in ein und demselben Boot sitzen und im Prinzip irgendwelche Dinge finanzieren, irgendwelche Leute noch reicher machen und irgendwelche Kriege finanzieren und irgendwelche Experimente mit dem Wetter und was es alles nicht gibt. Mhm. Ne? Wir lassen sogar mit uns experimentieren, was weiß ich, als Konsumenten von irgendwelchen neuen Medikamenten, na, wobei die alten, bloß weil das Patent abgelaufen ist, wo die Nebenwirkungen bekannt sind und vielleicht gar nicht vorhanden, nämlich ausgelaufen werden. Also es gibt verschiedene Ausbeutungsmechanismen. Und das so ein altes Prinzip, Machiavelli hat doch das mal was und gesagt. Wann hat er gelebt? Genau, das wesentliche Instrument, und da sind wir wieder bei G20, ist Ablenkung und Konsum dieser Massenmedien. Und um Gottes Willen niemals Fragen stellen. Mhm. So ist es. Wie war das? Divide et impera heißt doch dieses Sprichwort. Ja, teile und herrsche. Ich habe das immer falsch verstanden. Ja. Ich habe immer gedacht, teile und herrsche, dass der Herrscher, der Mächtige, der Reiche,
dass er Teile seiner Macht oder Teile seines Vermögens abgibt und sozusagen teilt, um zu herrschen. Ja, so nach dem Motto, er kauft. Das war schon im Utopie-Modus. In Wirklichkeit heißt es, trenne die Bevölkerung, lass die miteinander streiten in verschiedene Gruppen und dann kannst du oben immer unbehelligt dein Spiel machen. Kennst du den Spruch, sagt der Kaiser zum Papst, ja, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Genau. Fällt mir gerade nur das so kommt ein. Doch bei Reinhard May in dem Lied, sei wachsam. So, genau. Ganz genau. Den habt ihr nämlich performt und deswegen kennst du den Titel, den Text so gut. Ich erwähne natürlich auch das, weil ich im Vorwort eben sage, was mich sehr in den Bann gezogen hat, als nämlich der Professor Max Otte auf unserer ersten Kundgebung sprach und dann eben dieses Lied dort angestimmt hat. Mhm. Ja. Und vom Text her gibt es nichts, was all dem, was so uns bewegt. Doch, wer die Wahrheit lehrt, braucht ein verdammt schnelles Pferd und so weiter. Ja, genau. In die Richtung geht es. Und jetzt ist halt die Frage für die breite Bevölkerung. Und wer die Freiheit nicht nutzt, also wir müssen die Freiheit nutzen, denn sonst nutze ich die Freiheit ab. Genau. Ja, auch das ist ja ganz, ganz wichtig. Und wir, leider Gottes, verlernen die Menschen immer mehr, ihre Freiheit zu nutzen. Ja. Logisch. Und jetzt kommt dann noch die Abhängigkeit. Ne? Die Abhängigkeit von staatlichen Institutionen. Die Staatsquote steigt ständig. Immer mehr Menschen, seien Sozialhilfeempfänger, Rentner, wie auch immer, sind abhängig in gewisser Form, Angestellte aus dem öffentlichen Dienst ebenfalls. Und jetzt habe ich beinahe ein bisschen meinen Faden verloren. Trotzdem, die Problematik ist, die Menschen haben möglicherweise irgendwo einen Aufwachprozess. Ich hatte das in dem Interview bei Steinzeit mit dieser Exponentialfunktion, dass es nicht funktioniert, unser Fiat. Weißt du den Gast? Mein System. Weißt du der Gast, wer das war? Der Gast? Ja. Ja, das war ich selbst. Ach, du meinst unser Gespräch? Nein, ich habe jetzt gedacht, aber dass das, wir... Aber ich darf euch nur sagen, das Problem ist nur, wenn du aber Negativzinsen hast, muss ich dir sagen, dann geht das weiter, das Spiel. Und deshalb haben wir ja Negativzinsen. Mhm. Ja, logisch. Nee, genau, lass mich den Gedanken nochmal aufgreifen. Ich habe gemeint, jeder Mensch hat irgendwo einen Aufwachprozess, wie es bei mir zum Beispiel der 11. September war. Und ich dachte, du hast ein Interview von mir mit einem Gast gesehen, der dich aufgeweckt hat. Nein. Ich habe trotzdem viele Interviews gesehen, auch von dir, die meinen Aufwachprozess unterstützt haben. Okay, das finde ich noch toller. Aber es ist so, irgendwann kam dieser Aufwachprozess und ich konnte mir mathematisch im Finanzbereich selbst widerlegen, mein falsches Dogma, dem ich hinterlegen bin. Mhm. Und in dem Moment war ich sehr kritisch. Da habe ich gesagt, okay, jetzt wurdest du quasi dein Leben lang getäuscht und im falschen Glauben gehalten. Jetzt weiß ich, in diesem Bereich wurde ich getäuscht, sehe die Welt plötzlich anders, verstehe die auch plötzlich viel besser, was gespielt wird. Mhm. So. Jetzt kommen natürlich ganz viele und sagen, naja, ich habe hier was Esoterisches und der ist schuld und die Leute und so weiter. Jetzt muss ich natürlich sehr wohl aufpassen, dass ich nur, weil ich mich von dem einen lösen will, nicht gleich wieder ins nächste falsche Dogma falle. Ja, also Kontrolle behalten. Und vor allen Dingen ist eben wichtig, dass man dann auch seinen Geist öffnet und sagt, ja Moment, wenn ich in diesem einen Bereich getäuscht wurde, wie ist es denn in den anderen Bereichen? Genau. So. Und so also die Bereitschaft, dass da auch was nicht stimmen könnte, steigt natürlich. Und dann erkennt man überall die gleichen Mechanismen. Also ich sage es mal, Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie, Politik generell. Ne? So, ist die NATO jetzt ein Verteidigungs- oder ein Angriffsbündnis? Ne? Und so weiter und so weiter und so weiter. Sind Sanktionen nicht quasi der Beginn eines Krieges auf einem niedrigeren Level? Ne? Zum Beispiel wird ja alles immer uns als positiv verkauft. Und sich dort jetzt zu öffnen, ne, macht natürlich ein Riesenfeld auf. Ne, und ich möchte euch danken für euer Engagement, das ihr hier macht mit diesen alternativen Medien, weil ihr all diese Felder auch irgendwo bearbeitet. Ganz zum Schluss geht es aber darum, dass die Menschen wahrscheinlich nicht in der Lage sind, alles zu erfassen. Es gibt ja auch diese Geschichte hier mit diesen Geoengineering, Chemtrails und sowas. Ich habe dann für mich persönlich gesagt, ich sage nicht ja, ich sage nicht nein. Ich sage nur, ich habe nicht die Kraft, mich auch dort noch richtig reinzusetzen. Mhm, so. Aber ich will an 2, 3 Punkten so tief bohren, dass ich sage, da bin ich Fachmann und da ziehe ich meine Konsequenzen. Und die anderen Felder überlasse ich gern anderen. Aber ich urteile da nicht. Das finde ich eine wirklich interessante Aussage von dir, dass du quasi sagst, naja, nicht ganz vom Saulus zum Paulus, aber du hast erkannt einen Fehler im System, den du für dich auch logisch nachvollziehen konntest und hast daraufhin dann natürlich Rückschlüsse gezogen für dein weiteres Handeln. Und ich sehe halt viele Leute, die irgendwann auch an diesem Punkt ankommen, dass sie merken, da wo sie sich auskennen, da stimmt irgendwas nicht, aber dann eben nicht diese, jetzt fällt mir nur das jüdische Wort ein, Chutzpe.
wie heißt es auf Deutsch, diesen Wagemut zu haben oder dieses die Eier zu haben. Die dicken Eier zu haben, ja, um zu sagen, hey, da mache ich nicht mehr mit. Weißt du, was war das bei dir, dass du dann wirklich auch gesprungen bist, ja, in den blauen Nebel, in den Dunst hinein, dass du sagst, okay, was kommt jetzt da auf mich zu? Weil das ist ja dieser entscheidende Prozess, wo viele dann scheitern. Ja, ja gut, das Problem ist ja, erstens brauchst du Zeit. Wer hat überhaupt heute Zeit? Mhm. Ja, so. Dann brauchst du Informationen. Na, wo kriegst du die richtigen Informationen? Gott sei Dank haben wir noch ein halbwegs freies Internet. Halbwegs. Na, so. Dann brauchst du natürlich den Mut, auch dein eigenes Wirken in Vergangenheit und dein eigenes Verhalten in Frage zu stellen. Mhm. So, jetzt nicht mit dem, mit der Überschrift, ich bin schuld, ich habe alles falsch gemacht. Mhm. Nein, ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, das mit reinem Herzen und gutem Gewissen gemacht, im Glauben, es wäre richtig. Genau. Und wenn ich dann irgendwann sehe, es ist nicht mehr richtig, deswegen bin ich doch kein schlechter Mensch, dann kann ich es doch in Zukunft aber besser machen. Ja? So, es geht immer um die Absicht. Und Menschen, die ein bisschen Ethos in sich tragen, genauso wie du das machst, so, wir machen das ja mit guter Absicht. Ich war ja auch mal Investmentbanker. Ich saß ja auch mal im Handelsraum der Deutschen Bank und habe dann für mich auch aufgrund von schlimmen Entwicklungen aber auch die Entscheidung getroffen, nie wieder Investmentbanker. Ja? Und so hat ja jeder von uns irgendwann auch einen Punkt erreicht, wo er sagt, ich möchte das nicht mehr mitmachen. Ich möchte Nein sagen können. Aber nur, wenn man den moralisch richtigen Kompass hat. Genau. Wenn der auf Norden zeigt, auf moralisch Nord, und nicht irgendwo abweichungsmäßig, dann ja. Ich glaube, das gehört auch zum Erwachungsprozess dazu, dass, also ich mache die Arbeit ja schon eine ganze Weile und ich habe auch 8 Jahre Tagesthemen geschnitten, ja. Also ich habe auch meinen Laster sozusagen. Nein, also wenn ich das geworden bin. Es ist ganz oft so, dass die Menschen, die hier sitzen, im Prinzip lange Zeit in eben so einer Branche gearbeitet haben, um eben da erstmal den Fehler überhaupt zu erkennen, den wir im System haben. Richtig. Wenn man das jetzt nur gesagt bekommt, fällt es natürlich schwer, sich das dann anzunehmen. Die Erfahrung muss man schon irgendwie selber gemacht haben. Ja, es ist trotzdem kurios, weil ich sage jetzt mal, ein Arzt, na, der nach gewissen Erfahrungen plötzlich Impfgegner wird, na, der wird in der alternativen Szene mitunter auch sehr hoch gefeiert und wertgeschätzt. Mhm. Ein Finanzdienstleister, der plötzlich finanzkritisch wird, der ist ein Brunnenvergifter und Nestbeschmutzer. Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Der will ja bloß was verkaufen. Darum geht es aber gar nicht. Okay. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass du hast dich entschlossen, damals den Job zu quittieren, ja, und dort einfach in diesem Rat nicht mehr mitzuspielen. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe keine Vorgaben. Ich kann entscheiden, was ich meinem Kunden tatsächlich empfehle. Und wenn ich das vergleiche mit so einem Klavier, ne, und das hatte, ich weiß nicht, wie viele Tasten so ein Klavier hat, ich könnte ja mal zählen. 88. Da könnte ich 88 Töne damit anschlagen und fast jedes Musikstück spielen. Na, und wenn ich das jetzt mal so übertrage auf die Finanzdienstleistung, ich hätte also ein vollständiges Klavier, ich kann alles. Mein Klavier ist deutlich geschrumpft. Es gibt Dinge, die ich einfach gar nicht mehr anbiete. So, weil ich wollte die Leute, die mir vertrauen, die ich auch schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten betreue, nicht einfach den Rücken kehren und dort sitzen lassen. Brauchst keine 5 Oktaven, kannst mit 3 Oktaven auch tolle Lieder spielen. Das ist mein Ethos gewesen. Aber die Leute mögen erst mal erkennen. Na, weil ich glaube, wir haben irgendwo eine Verantwortung für unser Handeln. Wir können das nicht einfach auf die Mainstream-Medien abwälzen oder auf unsere Bildung, na, die auch gewisse schwarze Löcher hat, über die einfach nicht berichtet wird. Also gerade im Bereich Finanz, Geldschöpfung, sowas. Ja, wir haben ja die entsprechenden Ausbildungen auch durchlaufen. Mich hat es ja damals schon geschüttelt, aber damals ist der Groschen noch nicht gefallen. Ich habe es dann halt einfach in mich reingebüffelt, weil ich es wiedergeben musste, so, weil ich irgendwie einen Abschluss, ein Zertifikat, wie auch immer, brauchte. So. Aber es war unlogisch. Mhm. In der Stresssituation hatte ich aber nicht die Zeit, mich dort festzuhaken. Ich wollte einfach bloß die Prüfung schaffen. Und das Schlimme ist, du hast ja gerade selbst gesagt, wenn du da mal aus der Reihe tanzt als Finanzdienstleister, dann wirst du fast auch geächtet. Ne? Ja, klar. Stell dir mal vor, bei mir als ehemaliger Investmentbanker, ich sehe das jetzt, seitdem ich mich fürs Bargeld so engagiere. Mhm. Einen Tag nach der ersten Bargeldkundgebung werde ich dann durch den Kakao gezogen in der Welt am Sonntag auf Seite 1. Ja? Und man hat mir vorher einen Fragenkatalog gestellt, den hatte ich dann vorher 3 befreundeten Top-Journalisten gezeigt und einem Diplomaten, die sagten, oh,
Thorsten, ich meine, ich habe es ja selbst erkannt vorher, aber ich wollte von denen nur die Bestätigung haben. Schon so ein Thorsten Gefühl, ne? Minenfeld, also gar nicht darauf antworten. Ja. Und die Überschrift in der Welt am Sonntag war eine Seite, ja, unter dem Motto, das Gold für Arme. Und das ist ja schon, diese, ja, da fängt ja die subtile Beeinflussung an. Ja. Ich hatte so mal den Ferrari für Arme. Ja, ach guck ja, mal. Ein Ford Capri ist ja damals. Ja, so. Und wurde dadurch in Kakao gezogen. Vor wenigen Wochen ist es passiert, dass Professor Polleit von der Degussa, Max Otte, Dirk Müller und ich auf einer Seite in der Wirtschaftswoche durch den Kakao gezogen wurden. Und es ist immer wieder, man versucht uns zu diskreditieren. Genau. Ne? Wirklich schlecht zu machen. Also ja nicht auf einer Sachebene von dem, was wir sagen. Und das Schlimme ist, wenn du, wie beispielsweise in der Welt am Sonntag, dann heißt es also das Gold für Arme. Dieses Metall hat schon viele in den Ruin gestoßen. Ich habe heute noch ein Video aufgenommen, wenn ich das sagen darf, das bringen wir auch bald vor der Frauenkirche. Da mache ich so die Anmoderation. Diese Kirche, die lag mal in Schutt und Asche, heute erstrahlt sie in neuem Glanz. Es gab ganz viele Angriffe jetzt auf Gold und Silber, auch in den letzten Monaten. Der ein oder andere von euch kriegt das vielleicht gar nicht so mit. Ja, wir hatten jetzt beim Silber einen Flashcrash am 7. Juli, nachts um 1.03 Uhr, das ist die umsatzschwächste Zeit. Und beim Gold hatten wir es anderthalb Wochen vorher, und zwar so im US-Morgenhandel zu einer umsatzschwachen Zeit. Und im ersten Fall, also beim Gold sagte uns die Nachrichtenagentur Bloomberg dann, ja, das war ein Fat-Finger-Problem. Ja, also da muss irgendein Händler... Was ist da genau passiert? Flash-Crash? Ja, Flash-Crash ist ein blitzartiger Eingriff. Da werden innerhalb von 1, 2, 3 Minuten werden durch hohe Umsätze versucht man also Kaskaden auszulösen, Angstkaskaden an den Märkten. Und du hast also beim Silber, nehmen wir das Beispiel, wirklich nachts um 1.03 Uhr, das ist wirklich die umsatzschwächste Zeit, nachts um 1.03 Uhr, ja, kann ich dir Statistiken zeigen, wurden plötzlich 5.000 Kontrakte innerhalb von 1, 2, 3 Minuten gehandelt. Das Handelsvolumen war höher und ich zeige einen Chart dann in dem Video auch dazu. Das Handelsvolumen war dann plötzlich nachts um 1 Uhr höher als zum höchsten Punkt am Nachmittagshandel, wo du durchaus höhere Handelsvolumen hast. Und jetzt ist ganz wichtig, der Silberfuture ist innerhalb von einer Minute abgestürzt von 16,20 Dollar auf 14,34 Dollar. So. Was damit ja hervorgerufen wird, das sind mit diesem Flashcrash, man will den Leuten der Weltöffentlichkeit vor Augen führen, dass Gold und Silber eben eine ganz unsichere Bank sind. Genau. So. Und die Süddeutsche Zeitung hat beim Silber dann sofort einen dann zitiert, der sagt, ja, das war wohl auch wieder ein Fat-Finger-Problem. Ja, ja, ja. Das ist interessant, dass es vor allem bei Gold und Silber auftaucht. Wenn an der US-Börse Sachen passieren, wie es nämlich kürzlich passiert ist, dass nämlich große Werte betroffen sind, weil es da wirklich wohl eine Falscheingabe gab, das wird ja rückabgewickelt. Ja. Das passiert bei Gold und Silber nicht. Ja? Und bei Gold und Silber schreitet die Aufsicht auch nicht ein und prüft mal, wer steckt denn dahinter. Ja? Und wir wissen ja, wer dahinter steckt. Ich werde das in diesem Video thematisieren. Das Schlimme ist nur, dass so Leute wie ich oder auch, ich sag mal, Dirk Müller setzt sich ja auch für Goldinvestments ein und so weiter und nehmen wir viele andere auch. Man versucht uns letztlich ja in eine Ecke zu stellen. Und das Schlimme ist, ich weiß das ja, ich kann hier noch so viele Fakten und ich habe auch zum Thema Vermögensschutz vieles drin. Auch warum Inflation-Linked Bonds nicht das, also das sind an die Inflation gekoppelte Anleihen, die auch von Finanzdienstleistern sicherlich den Leuten mal empfohlen werden. Mensch, kauft solche Anleihen, weil wenn die Inflation kommt, dann ja. Und zeige da mal die Pferdefüße, nur mal ein Beispiel von vielen. Aber das Schlimme ist, dieses Buch werden nicht die Massen lesen und bei den Massen verfängt das, was die Finanzindustrie macht. Und auch das, damit die Menschen, die uns zuhören, da selbst mal, ich fordere immer, denkt selbst nach, ja, wie läuft es denn? Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, da hast du einfach die Einflussnahme der Parteien über Rundfunkrat etc. Wie läuft es denn bei den Tageszeitungen, bei den privaten Fernsehsendern? Da geht es über Inserate. Ich habe wirklich, ich schwöre, dass mal eine Dame mich anrief und die fing an zu weinen. Liegt aber schon länger zurück, das war zum Hochpunkt der Finanzkrise. Da hat eine der Tageszeitungen im Finanz- und Wirtschaftsbereich, darf aber jetzt auf nicht den Namen nennen, die rief mich an und ich schwöre es, ja, ich kann mir da tief in die Augen schauen. Die rief mich an, hat angefangen am Telefon zu weinen und sagte, was passiert ist, nämlich, dass der Chef einer der Banken in Deutschland, ich darf jetzt natürlich auch da wieder nicht sagen, weil sonst, die werden mich sofort verklagen und ja, hat mir wirklich erzählt, die haben angerufen, der Pressesprecher dieser Bank, und hat Herausgeber gesagt und Chefredakteur, wenn ihr weiter so kritisch über unsere Bank berichtet, werden wir bei euch nicht mehr inserieren.
Und so läuft das. Das sind die Druckmittel. Klar. Das sind die Druckmittel. Das ist auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit. So. Ja, klar. Und es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Und leider Gottes, und da müssen wir so realistisch sein, Merkel steht jetzt gerade wieder bei 40%. Wer das alles, die Folgen der Migrationspolitik sieht, und ich meine noch nicht einmal nur die Finanzen, sondern ganz viele andere Bereiche, das macht ja fassungslos. Und dennoch schaffen sie es momentan über das Schweigekartell, das Thema rauszuhalten aus den Medien. Genau. Hin und wieder gibt es zwar mal so einen Bericht dann auch hier und da und die Parteien versuchen das Thema rauszuhalten. Aber es ist ja wirklich so. Ne? Man erweckt den Eindruck momentan, das ist in Ordnung, der Balkan ist geschlossen. Trotzdem kamen im Mai diesen Jahres alleine 15.000 Menschen hierher. Das sind doch alles nur Luftblasen, die Frau von sich gibt. In Wirklichkeit wüsste ich jetzt gar nicht, kannst du mir ein gutes Ding nennen, wo du sagst, das hat sie richtig gut gemacht? Also sie hat den Leuten deutlich gemacht, dass ihre Politik alternativlos ist. Ja gut, und das in der Demokratie, damit disqualifiziert sie sich selbst. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Ich sage im Buch, gerade wegen des Euros scheitert möglicherweise Europa. Diese Frage hat, glaube ich, in der Heute-Show jemand aufgegriffen, wo sie auf dem CDU-Parteitag die Mitglieder befragt haben, was denn jetzt das Gute von 12 Jahre Merkel war und so weiter. Und die haben dann eine Collage geschnitten von 5 hintereinander. Jetzt gerade nicht. Und das war irgendwie natürlich zusammengeschnitten. Gell? Genau. Es gibt bestimmt Leute, die danach was gesagt haben. Aber spontan der erste Eindruck, was man hat bei dieser Frage, ist eigentlich, fällt mir jetzt nichts ein. Genau. Ja. Und am Stammtisch, wenn ich am Stammtisch so eine Frage stelle, dann kriegst du auch Stammtischantworten und die lauten dann ungefähr so. Ja, wieso? Vergleich doch mal Deutschland mit dem Ausland. Uns geht's gut. Ja. Dann kann ich nur antworten auf so einen flachen Kram. Uns geht's vielleicht besser wie den anderen, aber nicht aufgrund der Politik, ne, die hier ausgeübt wird, sondern aufgrund deiner Arbeit, meiner Arbeit, was wir hier alles leisten, das rettet uns hier den Arsch und wir finanzieren aber ja trotzdem die ganzen... Das hat mit der Mutti nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Trotzdem Merkel geht es uns gut. Trotzdem. Das heißt, der Motor ist noch ein kleines bisschen stärker als diese Bremse. Na? Die Bremse, die eben in diesem Land aufräumen könnte. Glücklich trotz Merkel, das wäre so ein Aufkleber. Also. Ja, wie auch immer. Nicht gut. Der Bremsbelag ist irgendwann verschlissen. Hoffentlich haben wir auch bald das Glück. Aber darf ich euch nur sagen, ich weiß schon selbst, wie es dem Zuhörer jetzt wahrscheinlich geht. Jetzt will er sein Buch schon wieder promoten. Aber ich habe wirklich im Buch auch ein paar Seiten über die Mutti geschrieben. Und ich will das nur deshalb hier ansprechen. Ich merke, über die Mutti geschrieben, über die Rautenmutti. Und also ich muss wirklich sagen, ich bin ja 26 Jahre, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass ich 26 Jahre in der CDU Mitglied war. Und ich bin am 8. Oktober 2015, das war der Abend, als sie bei Anne Will saß und das Statement an die Nation gab, wir schaffen das, da bin ich ausgetreten. Das ist mir nicht leicht gefallen, weil ich saß wirklich im Büro des Generalsekretärs der CDU mehr als einmal. Es gab Situationen, wo der Pförtner sagte, sie kennen den Weg zum Generalsekretär. Also, und da will ich mich jetzt nicht, also nur um das zu sagen, und jeder, der mal in der Partei war, du hast ja Netzwerke, Willi Wimmer, der ja das Vorwort zu dem Buch geschrieben hat, ist ja heute noch CDU-Mitglied, weil du hast einfach, der Mann war 33 Jahre für die CDU im Bundestag, du hast deine Netzwerke dort, du hast Menschen und das muss ich schon sagen, das ist ja wie eine Sekte. Also wenn du da raus bist, dann bist du wirklich, das ist ja noch schlimmer als Brunnenvergifter, was du so gerade gesagt hast. Ja, so. Und es ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe über die Merkel vieles zusammengestellt, über ihre Geschichte, aber ich will euch nur mal zwei Anekdoten erzählen. Am Wahlabend der letzten Bundestagswahl, gut, die eine, die kennt ihr alle, wenn du in Google hier eingibst, Merkel und Fahne, dann siehst du diese schöne Szene, wie sie dem Hermann Gröhe die Fahne aus der Hand gerissen hat. Der hat aber traurig geschaut, ne? Der hat wie ein Lausbub, der von Mutti ertappt wurde, dass er gerade irgendwie im Sandkasten was Falsches gemacht hat, so, reagiert. Unglaublich, da sage ich ja nur, da siehst du, was für Speichellecker das sind. Ne? Ja, ich sag mal, das Beispiel ja, gut, nicht. Ja gut, aber die Profilierten sind auch alle weggeschossen. Ja, oder klar, alle. Ja. So, ja. Aber alle Speichellecker um Mutti rum. Und worauf ich nur hinaus will, ist, das andere ist nämlich an dem Wahlabend. So gegen 19:30, da dachte man, es gab gleichlautende übereinstimmende Berichte, die CDU-CSU kann eine absolute Mehrheit haben. Oder wird eine absolute Mehrheit haben. Ja? Also da haben sie alle jubiliert im Abendhaus, nur eine nicht, unsere Mutti. Bringe ich da im Buch. Und eine andere schöne Geschichte ist, am 6. September 2015, also 2 Tage nach der Grenzöffnung, die Mutti als Mutter Teresa verkündete oder verkünden ließ, da war es so, dass der 100. Geburtstag von Franz Josef Strauß gefeiert wurde. Und wer war nicht da? Die Mutti.
Aber die Mutti hat zeitgleich gefeiert, oder was heißt gefeiert? Nicht den Geburtstag von Franz Josef Strauß gefeiert, sondern sie war zeitgleich in München, ein paar Kilometer entfernt an der Uni in München-Garching. Ein paar Kilometer entfernt von dem Veranstaltungsort von Franz Josef Strauß. Ja. Diese Frau, und das zeige ich auch mit Blick auf FDJ etc., auch wenn sie von sich behauptet, was ich dort auch zitiere ganz sauber, dass sie mag das Kollektivistische nicht, sie ist ein sehr individualistischer Typ. Es gibt da Passagen, da muss ich selbst heute noch über lachen, wenn ich die mal im Buch lese. Es ist so unglaublich. Das Schlimme ist nur, sie ist jetzt seit 12 Jahren Kanzlerin und sie wird es vermutlich, und sie wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal. Mir sagen zwar einige, man wird nach der Wahl, ab dem ersten Tag, werden die Diadochenkämpfe beginnen und man wird beginnen, an ihrem Stuhl zu sägen. Das sagen ja einige CDU-Insider, aber das sind Leute, die mir eben auch im Oktober 2015 noch Hoffnung gemacht hatten, dass sie geschasst würde. Aber auch damals hat man die Fraktion eben in eine Angststarre gesetzt. Man hat den Leuten damals gesagt, Kinders, wenn ihr sie abwählt, die SPD wird Wolfgang Schäuble nicht als Kanzler bestimmen und dann gibt es Neuwahlen und dann werden 30-40% von euch den Job verlieren. Und so hat man nämlich damals, das war wirklich so, ne? So hat man damals die Leute wieder mit dem Lasso eingeholt. Ja. Aber Thorsten, vielleicht. Ich sage jetzt auch nichts mehr aus dem Buch. Ich habe den Eindruck, wir haben jetzt sehr viel Kritik geäußert an den aktuellen Zuständen. Vielleicht finden wir noch ein paar Worte zumindest für eine Vision. Wie könnte es besser sein? Ja. So, und vielleicht auch einen Weg. So unvollständig diese Vision und so unvollständig dieser Weg auch sein möge. Wie gesagt, sonst bleibt zum Schluss bloß Überschrift, Verschwörungskritiker kritisieren alles und jeden, na, so, und haben selber keine bessere Idee. Na, und es geht eigentlich um diese bessere Idee. Na, um den ich lege das jetzt mal runter, aber ich habe im Schlusskapitel massiv für etwas eine Lanze gebrochen, aber ich habe gerade versprochen. Ach so. Deshalb lege das Buch jetzt weg. Und deshalb völlig losgelöst will ich etwas sagen, was mir Hoffnung spendet. Mhm. Weil ich glaube, dass es jedem von uns so geht, wer sich mit dem Geldsystem beschäftigt, wer sich mit dem Bargeld beschäftigt. Genau, lege das Buch mal weg, damit ich... mir geht es also natürlich vielleicht wie euch auch so, manchmal resigniert man auch. Ja? Also wenn ich sehe, was wir an Geld, an Zeit eingesetzt haben für Probargeld und was da rauskommt, das ist manchmal schon entmutigend. Ja? Dennoch, wer sich so einsetzt wie wir, der wird nicht aufhören und die Segel streichen. Und ich zitiere zum Schluss dann den Bertolt Brecht, der ja auch gesagt hat, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat bereits verloren. Ich sehe, glaube ich, bei uns allen, wir sehen bei der Geldpolitik diese Übermacht der Großbanken, der Zentralbanken, die ja auch alles dafür tun, dass sie unbefleckbar sind, dass sie unberührbar sind. Ich sage das beispielsweise immer auch, dass die noch nicht einmal die Bankenaufsicht, die Rolle der EZB als Bankenaufsicht unterliegt der Kontrolle. Noch nicht einmal die, was aber vorher bei allen nationalen so war. Also die EZB ist ja jetzt zuständig für die systemrelevanten Banken und selbst da sorgen sie dafür, es darf ja kein Staatsanwalt, kein Polizist ohne Genehmigung des EZB-Präsidenten in die EZB. Selbst der Währungsausschuss des Europaparlaments hat nicht Akteneinsicht. Ja, darf nur alle 3 Monate ihn befragen. Nur mal um so Beispiele, so einleitend zu sagen. Die Systematik war da fett. So, wir sehen, die Japaner wollen bei dem Freihandelsabkommen, das ist aktuell der Fall. Man hat uns ja gesagt, wir wollen jetzt EU ein Freihandelsabkommen mit den Japanern. Die Japaner beharren bis zum heutigen Tage drauf, dass es private Schiedsgerichte gibt. Wir müssen, glaube ich, für unsere Zuschauer hier nicht drüber reden, weil ich glaube, wir haben alle über CETA und über TTIP und so weiter viele Berichte gehört oder gemacht und so weiter. Ich will das nur alles sagen. Diese supranationalen Konzerne, erinnern wir uns alle an den Franz Josef Strauß Spruch, nicht Franz Josef Strauß Spruch, sondern Horst Seehofer Spruch. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Ja? Diese supranationalen Konzerne sind auch wirklich die, ob in der Finanzwelt oder in vielen anderen Bereichen, die bestimmen, was geschieht. So. Und ich glaube, wir haben nur eine Möglichkeit, unser Bargeld zu schützen. Beispielsweise brauchen wir da wirklich einen gesetzlichen Annahmezwang für Bargeld. Wenn es den nicht gibt, haben wir keine Chance. Auch wenn du das richtig zitiert hast. Aber leider Gottes hat Herr Voskuhle ja schon was gesagt. Ich will es nicht wiederholen. So, wir haben nur eine Chance, die Augen zu öffnen auf ein gerechtes Geldsystem, wo es hier Alternativen gibt. Aber da müssen wir uns nochmal treffen, um darüber zu reden. Wir haben nur eine Chance, unsere Freiheit wirklich zu schützen. Davon bin ich fest überzeugt. Richtig. In all den Bereichen. Wenn wir für direkte Demokratie sorgen. Richtig. Und da, wir haben ja schon auch darüber mal geredet. Genau. Ich glaube, da sind wir alle in einem Boot.
Die Schweizer haben seit 1891. Ich bin mir der Tücken natürlich bewusst, weil man an der Stelle, die Schweizer haben dann abgestimmt, 2002 war das, glaube ich, über die Mitgliedschaft in der OECD. Man hat den Schweizern aber vorher nicht verraten, dass ein Mitgliedsland der OECD keine goldgedeckte Währung haben darf. Und ihr wisst vielleicht, dass der Schweizer Franken eben bis dahin eine Golddeckung hatte und die musste aufgehoben werden, hat man den Schweizern dann erst später dann gesagt. Ja. Also ich will auch nicht sagen, dass das jetzt die eierlegende Wollmilchsau ist. Vor allem könnt ihr euch selbst alle ausmalen, wie schwer es ist, direkte Demokratie in Deutschland und Europa, das ist ja für mich ein europäisches Thema, auch durchzusetzen. Aber ich bin der Auffassung, wenn wir eine Vision mal entwickeln über unsere alternativen Medien, ich glaube, wir sind eine Macht. Und wenn wir alle so unwichtig wären und nur dummes Zeug erzählen würden, dann gäbe es nicht das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und dann gäbe es all das nicht, was hier gerade gemacht wird. Dann würde man nicht so gegen uns schießen. Die Fake News, da könnte ich jetzt viele Beispiele bringen, wie gerade die politisch Handelnden Fake News verbreiten. Ja. Ja? Aber nicht wir. Ich glaube nämlich, dass wir viel ehrenwerter sind, weil wir uns dreimal überlegen und lieber doppelt recherchieren, bevor wir etwas schreiben, weil ich weiß bei diesem Buch, wenn ich da Fehler gemacht haben sollte, das dann werde ich richtig durch den Kakao gezogen. Ja, ja. Und dann werde ich damit als Person diskreditiert und dann wird ein Ding da rausgezogen und dann ist alles null und nichtig so. Okay. Was ich sagen möchte ist, ich glaube wirklich, wenn wir in den nächsten Monaten uns in der alternativen Szene mal zusammensetzen und sagen würden, lasst uns gemeinsam für direkte Demokratie werben, unter Ausklammerung von Themen. Weil, ich sage das bewusst mal, wenn du mit dem Ken Jebsen vielleicht über Israel redest oder über die Palästinenser, hat der vielleicht eine andere Auffassung als der Jürgen Elsässer mal als Beispiel. Oder jetzt können wir 1000 Themen ansprechen. So. Aber das Ganze hat nur dann eine Chance, wenn du sagst, wir klammern all solche Themen aus. Vielleicht können wir noch sagen, dass wir das Thema Freiheit, das Thema Bargeld mit reinnehmen, als Beispiel. Aber ansonsten alle Themen ausklammern und nur ein Ziel uns stecken, dass wir auf die Straßen gehen mit den Menschen. Wirklich auf die Straßen. Wirklich auf die Straßen gehen für direkte Demokratie. Zentralistisch organisiert könnte das klappen. Nur das Problem war, dass ja auch schon bei den Mahnwachen, dass man dann eben angefangen hat, Meinungen sozusagen nicht unbedingt zu unterdrücken, sondern einfach wirklich zu sagen, das tut der Sache nicht unbedingt gut, weil es ist auch nicht unbedingt zielgerichtet, manche Themen. Aber da hat man ja auch schon wieder das Problem, dass darüber eben jeder anders entscheidet. Also ich glaube, es ist eine intellektuelle Aufgabe. Wir müssen die Menschen mitnehmen, dass sie erkennen überhaupt, was gespielt wird. Information. Die Kritik, deswegen sind ja die alternativen Medien so extrem wichtig und das sind eben keine Fake News. Die wahren Fake News finden in der Tagesschau statt, beziehungsweise das ist Kabarett. Die wahre Tagesschau findet in der Anstalt statt. So. Und dann fragt man sich, müssten eigentlich die Redakteure der Tagesschau nicht eigentlich in die Anstalt? So. Okay, aber unabhängig davon, wenn wir über eine Vision sprechen und direkte Demokratie, muss das aushalten, dass unterschiedliche Antworten zu unterschiedlichen Fragen kommen. Wir können in einer Frage miteinander marschieren, in der anderen sagen wir, okay, das ist nicht meine Meinung, aber dann muss ich dich akzeptieren. So viel zu diesem Thema Ausgrenzerei. Darf ich dir mal ein Beispiel? Ich möchte nur den Gedanken kurz weiterführen. Ja. Ja, so, bitte behalte ihn. Wir haben eine Umverteilung, eine ständige Umverteilung von der breiten Bevölkerung hin zu anderen. In einer demokratischen Gesellschaft, die das auch erkennen würde, würden die das zumindest bremsen oder zumindest reduzieren oder eingrenzen in gewissem Maße. Wir sind gezwungen, GEZ-Gebühren zu bezahlen, äußerst fraglich für Fake News, sage ich jetzt mal. Wir sind gezwungen, ein Geldsystem über uns ausbreiten zu lassen, das ganz, ganz wenigen dient und das ganz, ganz viele letztlich belastet. Wenn das erstmal klar wird, das Gleiche könnte ich jetzt im Bereich Nahrungsmittel, Bildung, Pharmazie und so weiter fortsetzen, so, dass es Umverteilungsmechanismen gibt, die alle nur funktionieren können, weil die Bevölkerung entweder gegeneinander aufgehetzt wird oder verdummt wird, beziehungsweise abgelenkt, um das mal ein bisschen freundlicher zu sagen. Ja, so. Das heißt, während hier vorne der Schauspieler irgendwie einen Gag macht, wird hinten hinter dem schwarzen Vorhang im Prinzip die Schweinerei zur Seite geschafft. Das ist ja das, wie heutzutage
die Gesetze auch gemacht werden, an der Wahrnehmung der Bürger vorbei. Und wenn wir auf eine demokratische Geschichte wollen, ich sage es mal, im Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz steht ja drin, alle Macht geht vom Volke aus, durch die gewählten Institutionen, bla 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 bla. Und zwar durch Wahlen und Abstimmungen. Da steht nicht Wahlen oder Abstimmungen, es steht Wahlen und Abstimmungen. Und auf Bundesebene durften die Deutschen noch nie irgendwas abstimmen, noch nicht mal über das Grundgesetz selbst. Das bedeutet aber, da steht Wahlen und Abstimmungen. Und allein, wenn man nur die deutsche Sprache benutzt, müsste ich sagen, weil sie uns auf Bundesebene noch niemals haben abstimmen lassen, unsere lieben Parteien dort oben, obwohl da und steht, und das seit über 50 Jahren, verstoßen die gegen das Grundgesetz und sind gar nicht mehr legitimiert. Und ich will diese Abstimmungen. Ne? Viele Menschen, die wählen gehen heute, die wählen das geringste Übel und andere, die wählen gar nicht mehr, weil sie nicht die Schnauze voll haben auf gut Deutsch. Die Hälfte wählen genau. Und jetzt könnte ich mir also vorstellen, es ist nur eine Vision, ne? Ob da jemals was draus wird. Ne? Vielleicht finden sie Leute, aber stellt euch mal vor, wir würden tatsächlich eine Partei gründen ohne Programm. Und die Partei funktioniert so, dass jedes Mitglied im Internet über ein Login oder seinen Mitgliedsausweis oder irgendwas die aktuellen Fragen, die eben jetzt zur Abstimmung stehen, selbst Ja, Nein, Enthaltung abstimmen darf. So, und dann wird einfach statistisch ausgewählt, wegen mir auch noch so, dass jeder sieht, wer wie gestimmt hat. Das ist wahre Demokratie. Dann muss ich nicht den Finger heben, da gibt es keine geheime Wahl. Dann kann man nicht auch mit Meinungsgegnern mal ins Gespräch kommen, sich austauschen. Und diese Partei würde dann im Prinzip einfach nur mathematisch zusammenzählen und die Führung wären wahre, ich sage jetzt mal Partei oder Volksvertreter in dem Fall, nämlich die Meinung und den Willen des Volkes zu vertreten. So, wir haben keinerlei Entscheidungsspielraum. Noch ein Gedanke, das wäre auch anschlussfähig für Nichtwähler. Das wäre auch anschlussfähig für Leute, die nur das geringste Übel namens CDU oder SPD oder Grüne oder wie sie auch alle heißen wählen, weil sie endlich mal in Sachfragen gefragt würden. Und ich bin mir sicher, wir hätten keine Militäreinsätze auf dieser Welt, so, die wir bezahlen. Wir hätten keine Banken gerettet. Kein Euro. Und wir hätten auch Griechenland nicht gerettet, wobei das ja auch bloß wiederum eine Bankenrettung war. Ja? So, wir hätten keine Sanktionen gegen Russland. So, wir hätten aber auch keine in anderen Bereichen. Lass mal das einfach. Ich sehe einfach das Problem. Wir sind ja eigentlich ganz viele, die so denken. So. Ja, weil ich glaube auch, dass die meisten Zuschauer, die bereit sind, uns hier gerade zuzuschauen, sich relativ schnell in vielen Bereichen noch uns rein hier anschließen, uns vieren. Wie schaffen wir es aber in den nächsten Jahren oder nächsten ein, zwei Jahren auch zu einer gestalterischen Kraft zu werden? Und ich glaube, wenn wir alle zusammenwirken würden und den Menschen eine Vision geben, nämlich eine Vision, dass wir über direkte Demokratie etwas ändern können. Wobei, wie das dann hinterher ausgeht. Und da wollte ich gerade, als ich dich unterbrach, Entschuldigung, aber ja. Ich habe leider, das ist immer das Schöne, wenn man bilaterale Interviews führt. So oft mache ich das nicht, dass man mal zu dritt Sitzt. Und ich hoffe, die Zuschauer halten uns hier gerade nicht fürs Trio Infernale oder dass ich hier so der Brunnenvergifter in der Dreiergruppe bin. Aber was ich gerade mal reinbringen wollte ist, wichtig wäre schon, dass das Hauptziel, das einzige Ziel sein muss, für den mündigen Bürger zu sorgen, jawohl, dass wir wieder eine Diskussionsfreudigkeit in unserer Gesellschaft bekommen. Wie ich immer sage, mein Religionslehrer damals, der war Berufsdemonstrant, der hatte ein Wohnmobil, mein Rallye-Lehrer, hat mir trotzdem nur eins gegeben, ich damals in der Jungen Union schon, der wusste sofort politisch, ne, wir haben im Religionsunterricht viel diskutiert, wir waren immer unterschiedliche Auffassungen, aber wir haben uns geachtet. Ich fand auch heute noch, das war ein feiner Kerl. Und der hat mir sogar mal eine Eins, also öfter so eine Eins gegeben im Rallye-Unterricht. Und so muss es doch sein, dass wir uns einander akzeptieren. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, du wärst jetzt bei der AfD und du sagst mir jetzt, du bist bei den Linken. Also jetzt nur ein Beispiel, es ist ja. Aber dann würde ich doch sagen, Mensch Kinder, es wird heute ein schöner Abend. Wir haben heute sicher viel zu diskutieren. So. Worauf ich hinaus möchte, genau, ist, jetzt stellt euch vor, wir machen dann eine große Kundgebung und fordern alle, die uns zuschauen, auf. Kommt an dem Samstag oder Sonntag dorthin. Wir machen eine große Kundgebung und jetzt machen wir da Folgendes.
Der Ken Jebsen, der wird beispielsweise mal zu seiner Palästinenser- und Israel-Auffassung was sagen. Und dann wird jemand anders, der dem diametral entgegengesetzt ist, wird mal mit ihm dort eine halbe Stunde diskutieren. Oder, anderes Beispiel, wir machen einen Professor Pollard, der setzt sich hochinteressant ein für ein Geldsystem, was auf Wettbewerb basiert. Wo es eigentlich den Wettbewerb gibt um die beste Währung. So. Es gibt andere Leute in linken Kreisen, gibt es die Monetative, die setzen sich ein. Irving Fisher, ich habe dieses Buch 100% Geld aus den 30er Jahren mal vor Jahren gelesen. Ich selbst bin da sehr skeptisch und würde auch sagen, warum, aber das wäre wieder ein anderes Thema. Genau. Ich will nur als Beispiel das sagen. Ja. Und dann hast du dort jemanden von der Monetative sitzen, der sagt, das ist die richtige Alternative zum heutigen Geldsystem. Genau. Und dann hast du einen Pollard dort sitzen, der sagt, aber meine ist besser. Und die schreiben sich dann mal. Das Ziel ist, um den Leuten zu zeigen, es ist nicht alternativlos. Richtig. So, wir haben Alternativen und wir diskutieren darüber und das wird die Menschen anregen. Und ich glaube, wenn wir alternativen Medien uns zusammentun und zusammen so etwas mal andenken, und ich habe heute noch nicht den Stein der Weisen und diese Inspiration kam mir gerade, ehrlich gesagt, mal über sowas nachzudenken, so eine Struktur. Jawohl. Und wir haben alle Möglichkeiten. Und dann gehen wir mal auf alle zu und versuchen, da etwas zu bewegen. Und dann streiten wir uns hinterher nicht, weil der beispielsweise in der Flüchtlingspolitik nicht der Auffassung ist wie ich oder der andere beispielsweise in der Geldpolitik sagt, ich will aber die Monetative und der sagt, ich will aber Israel kritisieren und der andere sagt, nein, die Palästinenser sind nicht, weil das sind ja typische Konfliktthemen. Ja, logisch. Ja, aber so könnten wir es möglicherweise hinbekommen. Und der Name wäre direkte Demokratie? Vielleicht an die Zuschauer auch noch. Ich meine, wir haben Kritik, wir haben eine Vision. Die Vision ist vielleicht noch ein bisschen nebulös, das muss ja auch nicht meine Vision sein, sondern es sollte eigentlich die Vision sein der Mehrheit, wenn sie dann mal verstanden hat, wie sie eigentlich gemolken wird und getäuscht wird die ganze Zeit. Und wir haben zwei Kräfte. Wir haben einmal eine Kraft, die da entstehen kann, nämlich der Abstoßung. Ich will dieses System nicht mehr. Das muss ich verändern. Aber dann ist es noch richtungslos. Wir müssen auch mal definieren, wo wollen wir eigentlich hin? Zu einer neuen Rechtsstaatlichkeit, zu einer Souveränität der Bürger. Und eine Souveränität in einem Land oder in einer Region muss sich ja nicht gegen die Nachbarn richten. Das will ich auch nochmal sagen, weil oftmals kriegen die Leute sofort Pickel, wenn ich Souveränität sage. Souverän heißt, ich kann frei entscheiden, ich bin unabhängig. Mhm. Ja. Und ich denke, alle Macht geht vom Volke aus, da ist schon alles drin gesagt und das wollen wir ja auch. So, dann muss ich natürlich auch ertragen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, die Mehrheit möge dann eben entscheiden, ist okay. So, aber wenn wir es schaffen, nicht nur die Abstoßungskraft zu initiieren durch die Beschreibung der Missstände, dass jeder erkennen kann in diesen Gruppen, die jetzt scheinbar gegeneinander kämpfen, dass sie alle in einem gemolkenen, also in einem zu melkenden Stall sitzen und gemolken werden von früh bis spät, egal in welcher Partei oder in welcher, wenn er nicht gerade eine Firma hat mit 1000 Angestellten, wird er immer noch gemolken. Ja, so. Und wenn man dann gleichzeitig noch eine Anziehungskraft initiieren könnte von einer Vision, wo man sagt, ein gerechteres Geldsystem, ein ausgewogeneres Mediensystem, ein kostenfreies Bildungs- und Rentensystem, so vielleicht weniger Wochenarbeitszeit aufgrund der fortgeschrittenen Industrialisierung und Produktivität, die wir haben, so, was auch eine Anziehung ausübt, weil das Leben lebenswerter ist. Und wir könnten in Reichtum, in Wohlstand und in Frieden leben und das auch noch ökologisch, wenn wir mit dem ganzen Wahnsinn aufhören würden. Aber wir brauchen die Mehrheit der Menschen, die diesen einen Schritt tun und sagen, ich unterstütze euch nicht mehr, diejenigen, die die anderen Systeme bedienen. Aber ganz wichtig, wir müssen wirklich auch erstens dafür sorgen, dass die Menschen wirklich erkennen. Und zwar faktenbasiert, richtig, dass sie auf dem Holzweg sind. Und richtig, ich versuche wirklich mit dem, was ich da gerade mal da stehen hatte, so. Aber das ist ganz wichtig. Richtig. Und das andere ist, wir brauchen aber auch eine Vision. Richtig. Und darüber haben wir ja gerade geredet. Diese Vision, die müssen wir den Menschen mit auf den Weg geben. Und ich finde das deshalb ganz wichtig, weil ich schon von vielen höre. Ach, ich resigniere und das bringt doch eh nichts. Und ach, ich fühle mich ohnmächtig und wir sind doch alle machtlos. Ja. Und ich habe das selbst so, ein ganz bekannter Kapitalmarktexperte, der sagte mir zu der Bargeldgeschichte, Mensch, ich finde es zwar toll, dass ihr da mit diesen Kundgebungen was macht und euch einsetzt, aber du, das ist jetzt eh beschlossen, das wird alles kommen, das Bargeld wird sterben und ihr kämpft gegen Windmühlen. Und dann habe ich nur gesagt, wenn jeder so denkt,
dann ist es die self-fulfilling prophecy, ja, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass all das eintritt, was wir befürchten. Und mir hat mal kürzlich ein Abonnent gesagt, ja, er hat sich mal gesagt, entweder ich muss mich jetzt entscheiden im Leben, entweder habe ich Recht oder ich habe Frieden. Und ich habe mich für den Frieden entschieden. Und ihr wisst, was das heißt. Ja, ich habe dann aber nur gesagt, okay. Und wenn du dich erinnerst, wo wir uns kennenlernten, wo Willi Wimmer neben mir ja saß. Da haben wir über Frieden gesprochen. Und wie wichtig es ist aber, dass wir Frieden in Freiheit haben. Das sind wir wieder. Ja, ja, so. Was nützt es mir denn, wenn ich meinen Seelenfrieden habe, aber die Freiheit um uns herum verloren geht? Ja gut, das sieht man ja in vielen Ehen. Ja. So, ja genau. Und dann kannst du am besten, hab ich dann noch gesagt, also Sie meinen jetzt, ich soll besser Buch nicht veröffentlichen und mal auch die ganzen YouTube-Videos und ne, nur noch meinen Silberjungen schreiben oder das reicht. Dann hätte ich mehr Frieden. Also ich glaube, ja, stimmt. Nur, dann habe ich gesagt, und jetzt setze ich noch eins drauf, ich finde auch, Sie haben völlig recht, ja. Wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist ja an alle gedacht. Also von daher ist da alles gut. Genau. Aber deshalb, ich glaube fest daran, wir setzen uns für eine gute Sache ein. Mhm. Und ob du jetzt für eine Monetative bist oder ob du beispielsweise für so ein, wie auch immer, das muss völlig egal sein. Das ist ich glaube, egal. Wir wollen den Menschen die Augen öffnen, dass die großen Konzerne unsere Regierung nicht mehr vor sich hertreiben können. Und das ist nur ein Thema von vielen. Richtig. Ich habe beispielsweise aufgezeigt, ich sage es jetzt nicht, aber wo Brüssel reinregiert, dass Brüssel Wahnsinn. Uns jegliche Freiheit auf nationaler Ebene nimmt. Ja? Richtig. Haltet euch mal vor Augen, Mittelmeer, warum ist das gerade so? Europäischer Gerichtshof, exterritoriale Wirkung von Rechten, sorgt dafür, dass Frontex beispielsweise, wenn er 20, 30 Kilometer vor der nordafrikanischen Küste jemand in Seenot rettet, ne, ich sage das, in tiefster Seenot rettet, ja, dass der nicht an die nordafrikanische Küste zurückgebracht werden darf, sondern ins 480 Kilometer, 500 Kilometer entfernt Italien gemacht wird. Und so weiter. Es sind halt so viele Punkte. Und, also, vielleicht brauchen die auch wieder neue Stromankonten, wer weiß. Wie auch immer, also das sage ich dort auch, es gibt Staatsanwälte in Italien, ja, und das muss man alles mal zusammenbringen. Es gibt Staatsanwälte in Italien, die den NGOs, den Nichtregierungsorganisationen vorwerfen, dass sie mit den Schleppern unter einem Dach sind. Also, aber ich will gar nicht, ich wollte das nur mal reinwerfen, weil es gibt so viele Baustellen. Stimmt. Aber das Bargeld ist eben das eine. Weißt du, du wirst ja selbst wahnsinnig. Ja, Und ich meine, gut, manchmal frage ich mich ja auch, woher nimmst du die Energie? Aber man wird ja wahnsinnig, wenn man all das, was fassungslos macht, auf sich wirken lässt. Und ich habe darüber echt ein Buch geschrieben und da wirst du noch wahnsinniger, wenn du da ich habe ja teilweise 24 Stunden am Tag nur mich mit so einem Mist beschäftigt. Genau. Ja? Und in Wirklichkeit ist ja dieses Bargeld nur ein sichtbarer Schritt jetzt. Aber ich muss doch was tun. Wir müssen doch was tun. Wir können ja nicht jetzt einfach. Ganz zum Schluss, Thorsten, ich gebe dir vollkommen recht. Das Bargeld ist eben ein sichtbarer Schritt, ne, der jetzt getan wird, der die Leute zum Nachdenken ideal bringen könnte. Ne? Mit Totalüberwachung, Staatstrojaner und was alles kommt. Lass uns Freiheit sagen. Von ist das Freiheit, genau. Von mir aus könnte auch in ferner Zukunft in einem ganz anderen Geldsystem wegen mir auch ein Bargeldloses sein. Dann will ich aber die Totalüberwachung nicht und ich will nicht ein verzinstes Geldsystem, was viele anderen reich macht und mich arm. So, also das ist zu verhandeln, das ist jetzt nicht das Thema. Mhm. Aber was wir wollen in der Demokratie, ist doch, dass der Wille der Mehrheit und zwar zugunsten dem Wohle der Mehrheit umgesetzt wird. Ja. So, und genau das Gegenteil findet hier statt, also auf verschiedensten Ebenen. Und ich habe in meinem YouTube-Kanal Silberjunge, wenn ich das, jetzt mache ich sogar noch Schleichwerbung dafür. Ja. Aber ich habe dort ein paar Blamagen, nämlich du hast ja unsere Vizepräsidentin des Bundestags, viel glaube ich heute auch schon mal, Claudia Roth, ne? Die Blamage, wie sie in der Münchner Runde nicht wusste, was in Artikel 16 Absatz 2 des Grundgesetzes steht. Schaut euch das echt mal an unter Blamagen, ja, wirklich eine feine Sache. Aber ich habe auch Empfehlungen drin und momentan ist an erster Stelle von Professor Mausfeld etwas, ein Vortrag, den er gehalten hat und da geht es um Demokratie und warum unser Establishment, warum die Eliten uns dumm halten wollen. Und das würde ich allen mal empfehlen, schaut euch das an. Da bin ich beispielsweise in der Schlussphase, was er zu Neoliberalismus sagt, nicht ganz seiner Meinung, aber das muss ja nicht sein. Ich finde, er hat einen tollen Vortrag gehalten, wo es darum geht, herauszuarbeiten, dass die Menschen mal merken, wie wir Lämmer sind, die dumm gehalten werden von den Regierenden. Und das ist dann vielleicht ein Erweckungserlebnis auch für viele. Und deshalb, es gibt so viele Menschen mit so vielen guten Ideen, die Augen öffnen wollen. Ja, das bist nicht nur du oder du oder du oder ich. Ja, es sind so viele Menschen. Das Problem ist nur, dass wir alle einfach, gut, du machst Steinzeit, ich mach den Silberjungen.
Du bist als Finanzdienstleister, versuchst du deinen Kunden mal die Augen zu öffnen. Aber wir müssen das bündeln. Richtig. Und ich habe gerade hier, weil das so vielschichtig ist, was kann man tun? Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere Zuschauer, was kann ich tun? So, und jetzt will ich nur mal hier so ein paar Worte reinschmeißen. Nutzt Bargeld, so viel ihr könnt, das könnt ihr tun. Nutzt alternative Medien, so viel ihr könnt, das könnt ihr tun. Meidet auch den Mainstream ein bisschen. Lernt mal Fragen zu stellen und bleibt mal ein bisschen dran. Eigene Fragen, selber denken macht gescheit. Ansonsten seid ihr nur wie ein Spiegel. Ja, ihr nehmt ein Bild auf und gebt es wieder. Das siehst du dann immer, dass die Leute genau wissen, was in der Bildzeitung stand. Das sind reine Spiegel. Die haben nichts durchdacht. Ihr könnt euch gesund ernähren und ihr könnt auch mit anderen sprechen und vor allen Dingen mit denen, die nicht eurer Meinung sind. Und wo du gerade Spiegel sagst, ja, lasst uns versuchen, eine Bewegung, wie auch immer geartet, ob das eine Partei, so ein Verein oder was auch immer, lasst uns eine Bewegung für direkte Demokratie ins Leben rufen, die den Mächtigen einen Spiegel vorhält. Klar. Lass uns der Spiegel des Gewissens für die Mächtigen sein. Das sollte unser Motto sein. Genau. Und das wäre von meiner Seite das Schlusswort. Finanzstarke Sponsoren gesucht. Auch das braucht Geld. Ich hatte eine Idee, die Aufgewachten. Mhm. So aus diesem Dämmerschlaf aufwachen. Oder die Erwachten. Oder? Ja, ja. Oder die, ja. Also ich könnte jetzt mit euch hier stundenlang noch weitersprechen. Das ist, irgendwie ist es gerade sehr göttlich, mit euch dazu zuzuhören und auch die Visionen. Ich muss gestehen, ich finde diese Gedanken sehr sexy, dass du da jetzt nicht nur sagst, hey, jetzt nicht nur in den Abgrund schauen, weil wenn du lang genug hineinschaust, schaut er auch zurück. Ja, so, man wird nicht besser, man kommt nicht besser drauf, wenn man sich mit 9/11 und sowas beschäftigt. Ich hatte dann ja die Phase auch, ja. Aber das macht depressiv. Und wir wissen nicht, ob wir Erfolg haben werden oder Misserfolg. Ja. Und zwischendurch vergeht Lebenszeit und jeder Tag soll auch trotzdem noch genossen werden. Aber bitte nehmt die Scheuklappen ab und schaut euch das Leben an, wie es ist. Ich sehe das Hauptmerkmal, nicht das Hauptmerkmal, sondern die Hauptchance darin, einfach Informationen. Deswegen fahre ich so oft hierher, deswegen mache ich das, deswegen lade ich euch ein oder andere Menschen, um einfach anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, ein ganzes Fachwissen in eine Stunde zu packen und dann daraus wieder eigene Schlüsse zu ziehen. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, die wir alle ja auch machen, mehr oder weniger, die Leute einfach in den Arsch treten, intellektuell, und sagen, hey, schau dir das an, schau dir das an, schau dir das an. Und ja, danke, dass ich mit euch hier sitzen durfte. Es hat mich also jetzt doch irgendwie sehr beeindruckt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich schaue es mir danach nochmal an, weil dann ist es immer ganz anders, wenn man entspannt zurücksitzt und dann kann man auch mal Pause drücken und drüber nachdenken, weil du hast so eine Informationsdichte, das ist echt, das muss man auch lernen. Aber, ja, aber lass mich vielleicht noch einen Spruch. Ohne Ende. Ja, das, und, aber ein Spruch, auch wenn ich gerade schon gesagt habe, letzte Wort, aber von mir. Aber einen Spruch möchte ich sagen, weil du hast völlig recht mit all dem, was du gesagt hast. Ich schreibe schon im Vorwort den Einspruch von Oscar Wilde. Und das ist ganz, ganz wichtig, ganz witzig. Ein Freund von mir, der Arzt ist, der sagte mir an einem Dienstag damals, sagte er zu mir, in diesem Jahr noch, ja, wo ich nämlich auch mal ein bisschen demotiviert war, sagte er, Thorsten, denk immer an den Spruch, ja, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und der Spruch stammt von Oscar Wilde. Und das Witzige ist wirklich an dieser Geschichte, ich habe mir eines angewöhnt, jetzt könnt ihr lachen, da ich gerade, als ich das Buch geschrieben habe, so viel negative Energie auch aufgenommen habe, ja, habe ich seit Monaten, mache ich Folgendes, jetzt oute ich mich mal, ich gucke sonntagabends immer diese Schnulzen im ZDF, ja, also ich werde es auch wieder bald beenden, weil das Buch ist ja jetzt fertig, ja, aber ich habe wirklich festgestellt, ich habe früher mal Tatort geguckt, aber da wird auch dann immer einer ermordet, da hast du dann auch wieder negative Energie dabei, ne? Ja. Und dann schaltest du da ab, dann weißt du auf jeden Fall, es gibt eine Liebesromanze, du weißt auch, es gibt ein Happy End, ne? Also alles wird gut, 1,5 Stunden mal, gute heile Welt, ne? Und dann und das ist das Witzige daran, Dienstag sagst mein Kumpel, ich habe diesen Spruch vorher nie gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und dann passiert mir wirklich an dem Sonntagabend in so einer ZDF-Schnulze, kommt 4-5 Tage später genau dieser Spruch und ich wusste nicht, dass er von Oscar Wilde ist. Und da wurde auch gesagt, Oscar Wilde sagte, und sagen wir es nochmals, weil der Spruch einmal so schön ist, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ist ja nicht toll. So, und jetzt bin ich auch. Beinahe buddhistisches Gedankengut. Okay. Na dann. Also hat mich gefreut, dass wir hier so zusammen saßen. Ja. Dann obliegt mir jetzt noch ein Schlusswort. Ich will eigentlich schon die ganze Zeit noch eine kleine Anekdote, die irgendwie dazu passt, bringen zum Stichwort Wachsamkeit, weil darum geht es ja. Wir müssen irgendwie erreichen, dass die Menschen mehr wachsam sind. Und es geht eben auch um Aktionen, die Leute
dahingehend auch zum Nachdenken anregen. Und da ist mir jetzt eine Geschichte, habe ich jetzt erst gelesen. In London hat ein Anbieter eines öffentlichen WLANs, eines kostenlosen öffentlichen WLANs, hat dort einen Hotspot eingerichtet und hat gesagt, hier kostenloses WLAN für alle, Nutzungsbedingungen akzeptieren und los geht's. Ja, und da haben sich innerhalb einer Woche 22.000 Menschen dazu verpflichtet, jeweils 1.000 Sozialstunden abzuleisten, öffentliche Toiletten zu schrubben und streunenden Hunden und Katzen sozusagen ein schöneres Leben zu bereiten. Und das ist ja eigentlich eine wunderbare Metapher genau für das, was hier eigentlich mit uns gemacht wird. Ja, man lockt uns sozusagen hier, man wirft uns was hin so und wir kriegen gar nicht mit, was wir eigentlich für diese Leckerlis sozusagen unterschreiben. Genau. Das geht wahrscheinlich unseren Abgeordneten genauso. Wahrscheinlich. Ich bedanke mich vielmals für euer Kommen und ich, falls es noch nicht erwähnt wurde, das Buch gibt es in wenigen Tagen, wenigen Wochen, irgendwann im August dann auch. Nein, am 26. Juli bereits. Ab 26. Juli, also sozusagen ab sofort erhältlich im Kopfverlag. Und ja, vielen Dank fürs Kommen. Es war eine sehr aufschlussreiche Diskussion. Ich habe diesmal nicht so viel gesagt. Vielleicht hätte jetzt auch ein Pappaufsteller von mir hier hinten auch gereicht. Aber wie gesagt, vielen Dank an euch. Auch vielen Dank, Robert. Liebe Zuschauer, natürlich auch. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.